Drücke ich jetzt hier auf das magische Knöpfchen und dann kommt ein Intro reingeflogen. Meine Damen, meine Herren, halten Sie sich fest. Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 262. Wir senden heute live aus dem Monsun des Fußballs. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Der Herr Basti. Gute. Ein seltener Gast, der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Ja, nur damit er die Stimme noch erkennt. Und wir haben eine Gästin, und zwar die Anna. Ja. Hallo. Ja, bevor wir über dieses gar wundervolle Spiel gegen den BVB vom vergangenen Wochenende sprechen, ja, Anna, du leidest seit Jahren mit der Eintracht und mit deinem Internet in Offenbach. Ist das richtig? Ja, ja. Ja. Aber ja. Momentan ist zumindest Letzteres relativ stabil. Ja, das ist auch nicht schwierig, etwas Stabileres zu finden als die Spielweise der Eintracht im Moment. Aber da kommen wir gleich im Detail noch dazu. Wenn du nicht über die Eintracht, mit der Eintracht leidest, was muss man denn von dir sonst noch so wissen? Ach Gott, oje. Oje, Mini, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich arbeite an der Uni, deswegen ist mein Twitter-Account auch protected. Also man kann natürlich, genau, man kann natürlich eine Anfrage stellen und so, und ich beantworte die auch meistens positiv, aber naja, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass meine Studierenden unbedingt lesen müssen, wenn ich irgendwie den Fußball beschimpfe oder ja, das würde, glaube ich, meiner Seriosität in den Vorlesungen irgendwie nicht gut tun. Wer weiß, vielleicht würde sie auch noch verstärken, je nachdem, aber das weiß man nicht. Ja, es ist immer ein bisschen schlimm, wenn so Studis dann irgendwie Laptops auspacken und haben dann so Eintracht-Aufkleber drauf und ich muss dann immer vorne sitzen und würde gerne was sagen, aber kannst ja nicht dann anfangen irgendwie. Und? Wie hast du das Spiel so gesehen? Das geht halt immer nicht, aber naja. Okay. Gibt Schlimmeres. Okay. Ja. Ja. Genau, gibt Schlimmeres, ist quasi die perfekte Überleitung zum vergangenen Wochenende, die war einwandfrei. Wir haben gespielt gegen den BVB. Ich glaube, da muss man noch so 2,5 Sätze zu der Vorgeschichte aus der vergangenen Woche erzählen, aus diesem Anschlag auf den Bus vor dem Champions League-Spiel. Da ging es ja dann hin und her. Ich würde es ganz gerne jetzt so ein bisschen aus der sportlichen Betrachtung rauslassen. Man konnte feststellen, dass der BVB aus meiner Sicht ein bisschen ja, reduzierter gespielt hat als sonst vielleicht. Ob das jetzt damit zusammenhängt, weiß ich nicht so richtig. Ich habe am Ende noch ein paar Empfehlungen für euch, die das genauer beleuchten, aber vielleicht einfach nochmal als Heranführung. Ich möchte an dieser Stelle aber ganz klar festhalten, der Hund von Marvin hatte vollkommen Unrecht. Der hatte nämlich gesagt, wir gewinnen 1-0. Das haben wir, dem Tipp haben wir uns alle angeschlossen und es ist total in die Hose gegangen. Herr Marvin, bitte verteidigen Sie Ihren Hund. Also, mein Hund ist leider noch nicht so lang im Fußballbusiness dabei wie wir, ja. Eigentlich sind wir die Schuldigen. Ich muss sagen, er hat insofern gar nicht so schlecht getippt, dass er immerhin ein Tor für die Eintracht getippt hat. Und das hat ja durchaus gestimmt. Nur die drei anderen, ja, die waren halt leider nicht so vorhersehbar, wie man sich das hätte wünschen können, will ich mal machen. Nicht so ganz vorhersehbar war auch die Konstellation, mit der wir aufgetreten sind, ohne Rebic zu Beginn, dafür Wolf in der Offensive. Damit habe ich jetzt auch irgendwie gar nicht gerechnet. Ihr? Basti? Jeder ist ruhig, dann fange ich halt an. Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, dass mir Wolf, den hatte ich nicht so hundertprozentig auf dem Zettel, aber wir hatten trotzdem schon im Vorfeld ja drüber gesprochen, wo ich dann gesagt habe, ich würde ihn eventuell ganz gern für Rota sehen. Dass er dann halt für Rebic, den ich eigentlich in den letzten Wochen sehr gut gesehen habe, dass er für ihn gekommen ist, hat mich durchaus überrascht. Ich fand den Auftritt von Wolf durch die Bank solide, ja, jetzt ohne keine mega Highlights, aber es war trotzdem besser als das, was ich von Grota gesehen habe, wieder bei dem Spiel. Ja, aber ich hätte mir halt schon erhofft, dass Rebic auch bei dem Spiel gegen die Dortmunder wieder eine Einsatzmöglichkeit bekommt. Nun ja, das hat nicht so funktioniert. Stattdessen Grota, der ein ums andere Mal wieder rumgefallen ist und eine sehr unglückliche Figur meines Erachtens abgegeben hat. Was soll man dazu sagen? Basti, wie siehst du denn das? Hat dir der Herr Wolf gefallen oder fandst du den nicht so geil?
Und fand den nicht so geil. Also ich, man hat ihm, glaube ich, keinen Gefallen getan, dass sie ihn da reingeschmissen haben. Ich hätte ihn vielleicht dann zu Hause in Augsburg gestellt. Aber erst recht nicht für Rebic. Also da waren die Fußstapfen vielleicht zu groß. Weil als Rebic reingekommen ist, hast du gesehen, dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, wenn du Rebic von Anfang an gestellt hättest, weil er so ein bisschen da noch ein bisschen Alarm gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt wahrscheinlich hier wieder allein auf weiter Flur wie die letzten Wochen und fand es nicht so schlimm, was die Eintracht da gemacht hat. Auch wenn man anmerken muss, was René auch gesagt hat, dass Dortmund Halbgas gespielt hat und die Eintracht mal wieder Eintracht-Style nicht ausnutzen konnte. Also du hast, was heißt endlich in Anführungszeichen, mal wieder so einen Moment drin gehabt, wo du das Gefühl hattest, ja, ich würde der Mannschaft gerne zuschreien, Leute, die anderen sind auch scheiße, nutzt bitte aus. Und die Eintracht hat 2-3 Situationen gehabt, wo sie es fast ausgenutzt hätte, aber wenn es dann halt am Ende nicht reicht, gibt es leider keine Haltungsnoten. Also von daher, das war ein Spiel, was meiner Meinung nach auch für die Eintracht hätte ausschlagen können. Dass es das nicht getan hat, liegt mit vielleicht tatsächlich doch auch zu den größeren Teilen als der Eintracht, als ich mir selber gerade noch eingestehen will. Ja, also in Summe muss man halt einfach sagen, dass wir, warum auch immer, ziemlich harmlos waren, wenn man sich mal die im Nachhinein die Positionen anguckt, wo die Spieler hauptsächlich unterwegs waren, dann konnte man halt sehen, dass Dortmund sehr offensiv gestanden hat, sehr stark gepresst hat. Das war eigentlich eine gigantische Lücke zwischen Bürki und der Abwehrreihe, die man mit langen Bällen, was wir das ein oder andere Mal probiert haben, eigentlich hätte gut bespielen können, wohingegen wir einfach sehr tief in unserer eigenen Hälfte gestanden haben, obwohl sich Lücken ja durchaus angeboten haben, was man ja in der einen oder anderen Chance gesehen hat. Man erinnere sich an die 9. Minute, wo ich mich erst fürchterlich über Regota aufgeregt habe, warum er den Ball nicht viel früher abspielt. Also dass da nicht irgendwas bei mir zu Hause in den Fernseher geflogen ist, war eigentlich alles. Dann doch abspielt und ein Fabian, der quasi an einem bereits überwältigten Bürki den Ball neben das Tor schiebt. Das war der zweite Moment, wo fast was in den Fernseher geflogen wäre. Und dann, also, wenn du nicht, was du nicht vergessen darfst, dann kommt noch diese Riesenchance von Gacinovic dazu. Wo er Bürki in die Arme schießt. Aber das sind trotzdem eigentlich zwei Situationen, die nicht unwahrscheinlich eigentlich drin sind. Dann würde die Eintracht trotzdem dort 2-1 führen. Ich will es nur anmerken. Ich will die Eintracht gar nicht mehr so krass verteidigen, wie ich die letzten Wochen getan habe. Aber trotzdem. In den Situationen hast du ja recht. Also gerade dieses Ding von Fabian und dann die Chance von Gacinovic, die ja von Wolf, meine ich, eingeleitet wird, der mit einer guten Übersicht den Ball da einfach reinspielt. Gacinovic quasi im Lauf vor die Füße und der hat einfach das Pech, dass er das Ding halt einfach direkt auf die Arme von Bürki schießt. An guten Tagen gehen so Dinger halt auch mal irgendwie rein. Ja? Und dann bei uns kam dann halt dann irgendwie zum schlechten Tag noch Pech dazu. Dann hatten wir die Situation, als Oczipka das echt gut gemacht. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Erinnert ihr euch an die Szene, wo er in einer Seitenlinie da durchgetankt ist, den Ball noch, also der sich den Ball wiedergeholt hat. Und dann, das war zwar keine Riesenchance, ich glaube Fabian war es auch, oder Gacinovic, der da so ein bisschen Rücklage drüber schießt. Das war auch eine Riesenchance. Dann hast du in der zweiten Halbzeit auch noch, wo Fabian knapp am Pfosten vorbeischießt. Also ich sag mal so, von der Größe der Chancen her und von der Anzahl, dass man sagt, die Eintracht hat in Dortmund inklusive dem Tor 4-5 Riesenchancen gehabt. Mehr kann man da nicht erwarten. Aber was halt bei der Eintracht eklatant ist momentan, ist die Auswertung der Chancen, weil du als Eintracht Frankfurt kannst du dir es nicht erlauben, die nicht so konsequent zu nutzen. Du bist halt tatsächlich nicht Dortmund. Dortmund könnte das machen, die haben dann halt noch die 6. und 7. Chancen, machen die dann rein. Wir haben es nicht. Wenn wir da nicht eiskalt genug sind, steht und fällt unser komplettes Gebilde, weil es halt auch trotzdem auch noch auf Stabilität hinten ausgelegt ist. Und dann klappt es nicht. Ich bin trotzdem immer noch dabei, der Eintracht keine lauten Vorwürfe zu machen, zu sagen, was ich teilweise schon gelesen habe von Leuten, dass das eine Katastrophe ist und jeder vergleicht das mit Rückrunden und das Gib und Fee. So weit, da müssen wir diese Woche noch auf mich verzichten, da bin ich immer noch nicht so weit. Ich glaube, Anna möchte dazu was sagen. Nein, er hat das böse Wort gesagt, Skibbe. Okay, alles klar. Ja, dann sag mal was dazu. Ja, im Prinzip hat es, glaube ich, mit dem Spiel gegen Bayern angefangen, wo wir auch so extreme Großchancen verballert haben. Und seitdem, also ich weiß halt immer nicht so genau, ist das jetzt irgendwie Pech oder sind wir einfach nicht gut genug?
ist halt auch eine böse Frage, die aber man so stellen kann. Solange du dir doch die Chancen erspielst, muss man doch wirklich sagen, finde ich, bin ich voll auf der Seite von Basti, ist der Alarm noch nicht ganz so groß, denn wenn wir wirklich uns keine Chancen erspielen würden und es wäre so ein, du hast vielleicht eine Chance, vergibst die und verlierst dann 2-3-0, würde ich wirklich sagen, jetzt ist Alarm. Ich muss aber eine Sache noch sagen, was mir leider am Wochenende nicht so gut gefallen hat, war die Position Anderson Ordonez. Da muss man wirklich sagen, er wirkte schläfrig, der war auch meiner Meinung nach an 2 der 3 Toren wirklich stark beteiligt. Ich glaube, beim dritten war er dann auch schon ausgewechselt. Aber schläfrig, er wirkte beim vorletzten Spiel, fand ich ihn wirklich gut. Beim letzten Spiel fand ich ihn wirklich sehr schlecht, hat auch hinten dann wirklich die Stabilität rausgenommen. Es waren ein paar Situationen drin, hast du auch gemerkt, ein Abraham dann auch regelmäßig geflucht, warum rennt ihr nicht nach, warum setzt ihr nicht nach, warum seid ihr so schläfrig? Und da merkt meiner Meinung nach zumindest, dass er oft Ordonez Ansprechpartner war. Wenn dann natürlich hinten dann noch diese Schläfrigkeit und du machst vorne deine Chancen nicht, dann wird es schwierig. Ansonsten, das Spiel hätte auch unentschieden locker ausgehen können. Es ist einfach schade gewesen. Du hast Chancen gehabt. Ich denke auch, jetzt ist er weg. Da ist der Schlupf vom grünen Stern auf einmal wieder weg. Ja, naja. Also alles ein bisschen schwierig heute, aber Leute, mal ganz ehrlich, ne? Wir reden hier die ganze Zeit um den heißen fucking Brei herum. Der Eintracht fehlt der Killerinstinkt. Natürlich spielt der Eintracht gut. Du kannst doch der Eintracht überhaupt nicht nachsagen, dass die hier schlechte Spiele macht. Die macht ein ums andere ordentliche Spiel in der Bundesliga. Die hat jetzt gegen Köln ordentlich gespielt, die hat gegen den BVB ordentlich gespielt. Aber was bringt mir denn diese ordentlichen Spiele? Der Eintracht fehlt absolut der Killerinstinkt. Seit der Rückrunde vermisse ich diesen Instinkt, spätestens seit der Rückrunde. Eigentlich vermisse ich ihn schon viel länger, aber er zeigt sich in der Rückrunde eklatant, dass die Eintracht nicht die Möglichkeit hat, einen wankelmütigen Gegner wie die Borussia, die absolut nicht in Topform waren in diesem Abend, so zu ärgern, dass wir was entführen können. Und das war jetzt zum wiederholten Male. Und das ärgert mich einfach, dass die Eintracht an der Schwelle ist zu einem guten Spiel mit einem Punktgewinn, aber es trotzdem mal wieder nicht schafft. Und da reg ich mich natürlich auf. Natürlich siehst du eine deutliche Steigerung in den letzten Wochen. Natürlich siehst du, dass wenn Fabian zurückkommt, dass er das Spiel belebt, dass ein Gacinovic immer weiter in seine Rolle, obwohl das gar nicht seine ursprüngliche ist, reinwächst. Viele positive Ansätze. Aber das bringt halt alles nichts, wenn uns der Killerinstinkt fehlt. Wenn man sich mal die Positionen anguckt, aus denen sowohl wir als auch Dortmund geschossen haben, dann zeigt sich, dass Dortmund von den 15 Torchancen, die sie hatten, ich glaube 9 allein aus dem innerhalb des 16ers waren, was natürlich einfach eine deutliche Steigerung der Chance am Ende einfach auch ist. Und bei uns waren es, glaube ich, gerade mal von den 9, die wir hatten, 2 und der Rest waren halt alles irgendwie Fernschüsse von draußen. Wir kommen halt einfach nicht in die Position, die uns halt einfach hilft, diesen fehlenden Killerinstinkt da irgendwie auszumachen. Ne? Und zusätzlich haben wir dann noch das Problem, dass wir, wenn wir jetzt mal auf das Tor von Sokrates gucken, der hat da Platz, der kann da eine Yacht wenden. Also warum geht denn da halt auch keiner aus der Abwehr hin? Aber wenn wir festhalten, also wir sind uns alle einig, dass die Eintracht genug Großchancen hat dafür, dass es ein Auswärtsspiel in Dortmund war. Genau, das war gut. Klar. Finde ich schon. Dann zählt das, was der Marvin sagt, dann kannst du sagen, okay, Killerinstinkt, weil dann sehe ich das, was der René sagt, sehe ich nicht. Dass du sagst, die Eintracht ist nicht in der Lage, sich in aussichtsreiche Positionen zu spielen, weil die hat es geschafft. Und für die Verhältnisse von Eintracht ist das, glaube ich, am Rande des Maximums von der Häufigkeit her. Aber du kannst nicht 5 Großchancen in Dortmund haben und nur ein Tor schießen aus einer Situation, die eigentlich dann gar keine Chance ist. Die Eintracht muss von den Chancen her mindestens 2-3 Tore machen. Das ist einfach so. Das Fabian-Ding muss rein, das Gacinovic-Ding, wenn du da ein bisschen Glück hast, plus dann eins von den anderen noch. Dann hast du da 3 Tore geschossen, dann spielst du da 3-3. Das ist was anderes. Das, was der René danach angesprochen hat, sehe ich auch so. Was mich am allermeisten geärgert hat, war die Situation, dass du das 1-1 machst. Du siehst, dass Dortmund ein bisschen schockiert ist, hast die echt im Griff einigermaßen für eine Zeit. Mhm. Um dann so den da laufen zu lassen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht. Ich habe gedacht, denkt der andere, das wäre abgepfiffen oder was? Gar keine. Der macht da so hier wie in der Kreisliga, geht da so mal, guckt er nach da. Sokrates ist jetzt auch kein Spieler, der reihenweise Spieler ins Kino schickt. Also nee, das genau, waren einfache Körpertäuschung. Und die lassen ihn trotzdem laufen. Und der muss ja, den Schuss, das ist ja nicht mal eine Riesenqualität, auch wenn es so spektakulär aussah. Der muss ja, von der Situation hat er 4 Jahre Zeit und muss nur noch gerade schießen. Der muss sich extra konzentrieren, dass er sich nicht die Beine bricht. Also sorry.
Wie hat Tuchel im Nachhinein gesagt, bei solchen Dingern entweder wird es ein Einwurf oder ein Tor. Ja, aber das geht, also ich weiß gar nicht, wer es war, was Gacinovic oder Fabian, der da so komisch abgedreht ist. Mascarell hat er aussteigen lassen. Oder Mascarell, genau. Mhm. Aber das geht nicht. Also das geht auf gar keinen Fall, weil dann hast du die und dann gehst du vielleicht mit dem 1-1 in die Pause, dann kann Kovac nochmal auf die zugreifen. Weil auch in der zweiten Halbzeit war die Eintracht, da kamen die Chancen waren nicht mehr so da, aber trotzdem war die Eintracht, hat die viele Ballstaffetten gehabt, wo die, nur die Eintracht am Ball war und wo du das Gefühl hattest, oh, da war Rebic auf den Außen 2-3 Mal, hätte der aussichtsreichere Situationen heraufbeschwören können. Alles in allem war das in Ordnung. Und ich glaube, wenn die Eintracht nicht so viele Spiele verloren hätte, dann würden wir jetzt hier ganz anders reden. Dann würden wir sagen, ja, das ist Dortmund, da können wir uns nichts ausrechnen. Mit bisschen Glück holen wir da was. Aber dadurch, was der Marvin schon angesprochen hat, dass uns die ganze Rückrunde das verfolgt, auch wenn ich die Eintracht echt verteidigen will, aber das kann mittlerweile nicht mehr nur am Pech liegen, sondern da ist was im Kopf drin, was sich auch wieder in diesen Crunch-Time-Situationen zeigt und dazu führt, dass die reihenweise versemmelt werden. Und das kann die Eintracht sich nicht viel länger erlauben, weil sonst wird es vielleicht tatsächlich noch mehr eng. Ja, aber dass wir diese Situation haben, wo wir dann irgendwie das Spielen einstellen oder da halt irgendwie nicht reingehen, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ich meine, wenn du dir das 1-0 von Dortmund anguckst, dann hast du das halt auch ein Stück weit. Reus steht da, zeigt an, dass er nicht zum Ball geht. Ich finde es nach wie vor grenzwertig, weil für mich greift er halt schon irgendwie indirekt in die Spielsituation ein, aber das sind vielleicht Feinheiten. Und wir konzentrieren uns nur drauf, dass angeblich der Spieler im Abseits stand und fangen an zu lamentieren und Dortmund spielt halt einfach weiter. Und das siehst du in so vielen Situationen, wo wir versuchen, uns irgendwie über den Weg da irgendwie aus der Affäre zu ziehen und es geht halt einfach schief. Ja, gut, also ganz ehrlich, ich finde Lamentieren immer die falsche Option. Also ich glaube, das ist etwas, was sich im Verlauf der Zeit wieder bei der Eintracht eingeschlichen hat, was überhaupt keine Früchte trägt. Also wie oft hat das funktioniert? Das funktioniert bei Topclubs einigermaßen, wenn die Spieler mehr Autorität haben als die Schiedsrichter. Und da ist hier schon was falsch. Aber bei der Eintracht, wenn der irgendein Horst sagt, ja, ich habe beim Abseits gestanden, das interessiert ihn nicht. Das interessiert gar keinen. Und das ist die falscheste Aktion, hier rumzulamentieren. Das muss man sich auch mal wieder abgewöhnen. Also da ist schon eine Mentalität eingekehrt, die mir nicht gefällt. Aber dass halt generell so Dinge passieren können, ja, ich will der Eintracht der Mannschaft auch nicht zu großen Vorwurf machen. Ich finde schon, dass im Verlauf der Rückrunde schon eine kleine Entwicklung zu sehen ist. Aber das Problem ist, die muss sich einfach auch mal wieder zeigen in Punkten. Und das ist für mich der ganz markante Punkt. Du musst auf der einen Seite noch couragierter spielen und du musst dem Gegner auch noch mehr Druck machen. Und das hat für mich ein bisschen gegen Dortmund gefehlt, dass du zwar ordentlich gespielt hast, gerade in der Offensive, aber noch ein bisschen weniger Druck gemacht hast. Da ist natürlich, was der Dennis richtig gesagt hat, mit Anderson Odones jemand gewesen, der zumindest diesen eng gegen den Mann-Ball nicht so richtig spielen konnte. Was man aber halt, denke ich, ohne Zweifel sagen kann, auch wenn man der Mannschaft jetzt keinen Vorwurf machen will, ist, dass wir es halt einfach wieder unnötig kompliziert und spannend machen. Es wären so viele Möglichkeiten gewesen, einfach diese gottverdammten 40 Punkte endlich mal festzumachen und dann hätte man da überhaupt gar keine Diskussion mehr haben müssen. Und wir versacken halt immer wieder von Woche zu Woche und jetzt wird es halt langsam auch mit den kommenden Spielen einfach mal eng. Da jetzt endlich mal einen Deckel drauf zu kriegen, damit einfach auch diese Diskutiererei da es irgendwie. Es ist immer wieder das Gleiche. Immer wieder. Ja. Die Eintracht steht wie, was weiß ich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, der Basti hat vielleicht ein paar ganz gute Vergleiche, ja, aber die Eintracht steht vor den 40 Punkten und hat Woche für Woche die Möglichkeit, endlich über diese Hürde zu springen. Und statt dass sie die Hürde nimmt, geht sie drumherum und kauft sich bei McDonald's einen Burger oder so, was weiß ich, ja. Also es ist total frustrierend, dass die Eintracht es wieder mal erneut eine Saison später nicht schafft, ohne Probleme mal die 40-Punkte-Marke zu reißen. Das nervt mich kolossal, denn ich habe, glaube ich, schon in der Winterpause gesagt, lasst uns erstmal die 40 Punkte holen. So, das hätte keiner gedacht, dass das so lang dauert. Nee. Wir haben es heute am 29. Spieltag, nach dem 29. Spieltag, noch nicht geschafft. Anna, denkst du, das ist irgendwie wirklich was Psychologisches? Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich finde es halt ein bisschen schwierig. Wenn man sich halt so die Einzelpersonen anguckt, finde ich es halt schwierig, dass momentan oder auch schon eigentlich die ganze Saison es halt so Figuren gibt, wie jetzt
erstmal zum Beispiel Hector, aber jetzt auch irgendwie Radetzky, die sich halt irgendwie zu höheren Berufen sehen. Also das ist zumindest das, was so kommuniziert wird. Da werden keine Verträge unterschrieben. Ja. Und es wird permanent darüber erzählt, dass man ja eigentlich Premier League spielt, wo ich mir denke, Junge, entknote dir bitte erstmal die Beine, dann können wir vielleicht mal weiterreden. Oder mach mal auf jeden Fall einen Kopf zu und hör auf, irgendwie alle zwei Tage nach London zu fliegen, um dir die Haare machen zu lassen. Also, entschuldige mal. Wie, ja, das ist sowieso skurril. Das ist irgendwie nicht so meine Vorstellung von sportlichem Ehrgeiz oder ja, von jemandem, der Profifußballer sein möchte. Ich meine, klar, das ist natürlich irgendwie immer nur Ausschnitte aus irgendeinem Privatleben, was einem da so irgendwie gezeigt wird. Aber ich finde, das gibt halt auch schon ein bisschen Zeugnis darüber ab, wie manche so ticken. Und irgendwie bei Radetzky weiß ich halt auch nicht so genau. Ich war in den letzten Wochen eher so auf dem Trichter, dass ich gesagt habe, irgendwie die Vereinsführung macht einen großen Fehler, wenn sie den nicht halten. Weil ich finde, dass der zum ersten Mal so eine Art, naja, Identifikationsfigur vielleicht ist, die auch in der Lage ist, auf die Fans zuzugehen, weil ich meine, klar, Alex Meyer ist eine Identifikationsfigur, das kann man nicht wegreden, aber er ist halt auch ein Stoffel, kann man nicht anders auch sagen. Auch das kann man nicht wegreden, ja. Also ich meine, der ist einfach kein herzlicher Typ, der muss sich sehr überwinden, was auch okay ist, weil es sein Charakter ist. Der wird fürs Fußballspielen bezahlt und ich glaube, der kommt da nicht aus seiner Haut raus. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Und wir haben uns den, glaube ich, dann selber so ein bisschen aufgebaut und hätten das, glaube ich, auch gerne, dass er so ein bisschen mehr Fannähe zulassen könnte, aber er ist halt einfach nicht der Typ dafür. Und ich finde, Radetzky ist halt, der ist so ein Oka, so ein bisschen. Also, obwohl Oka natürlich auch ein bisschen stoffelig ist, aber ich finde, Radetzky ist halt eher ein Typ, der auch auf die Leute zugeht und man sieht es ja auch immer wieder in den Umfragen, dass er eigentlich schon der beliebteste Spieler ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich halt irgendwie immer so gedacht, naja, die Vereinsführung macht einen großen Fehler, wenn sie den nicht halten, weil er bis auf seinen großartigen Aussetzer eigentlich auch relativ solide hält. Ja, sehe ich auch. Aber so, ja. Wenn ich mir das dann jetzt wieder so durchlese, was da kommt, ja, müsste man irgendwie überlegen, wenn da jetzt nicht doch ein besserer Verein käme, wo ich mir denke, Leute, habt ihr euch mal angeguckt? Also, nee, jeder in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, der sich irgendwie zu höheren Berufen sah. Ich meine, so ein Rode und auch ein Russ und ein Ochs und ein Jung. Naja, die waren schon bei der Eintracht da, wo sie hingehört haben. Ja, und sind ja dann auch teilweise jetzt wieder da. Hallo Marco, also denkst Russ. Denkst du, dass das so zum Beispiel auch wirklich den Saisonverlauf stört? Also dass sowas wirklich Nebenkriegsschauplätze sind, die die Konzentration auf den Saisonabschluss stören? Ja, ich glaube, ich fand halt, die hatten halt in der Hinrunde hatten die richtig Bock. So. Die wurden dann natürlich auch irgendwie dafür belohnt und man hatte dann auch mal das Glück, was uns ja jetzt angeblich fehlt. Und irgendwie, die haben sich ja teilweise auch so richtig in Rausch gespielt und die hatten halt irgendwie richtig Bock. Und man hat auch gemerkt, dass es innerhalb von der Mannschaft richtig stimmte. Also da haben sich zwar Klicken gebildet, aber es war irgendwie alles cool. Ich finde, das kann man halt auch nicht unterschätzen. Und irgendwie dieses ganze Gerede, was ja dann immer kam mit Europacup und was ja auch verständlich ist, ne, wo wir ja selber auch als Fans immer hin und her gerissen sind, so ja, klar. Wollen wir das jetzt und warum kommunizieren die das nicht so? Man muss denen doch auch vermitteln, dass sie darauf Bock haben dürfen und dass man höhere Ziele haben darf und so. Das ist halt ja immer so eine innere Zerrissenheit oder so. Und ich glaube, irgendwie setzt sie dich dann, glaube ich, auch in den Köpfen von den Spielern so ein bisschen fest, weil die können ja auch nicht aus ihrer Haut. Und dann passieren halt ein, zwei dumme Dinger. Ich meine, wie viele Elfmeter haben wir jetzt auch verschossen? 5? Boah, das ist eine gute Frage. 5 oder Basti, 6? Weißt du das? Ich glaube, 4 von 5 jetzt letztens. Oh Gott. Das ist halt auch nicht so richtig geil, Quote. Ne? Nee, natürlich nicht. Sowieso. Also da sind halt so viele kleine Dinge, ne? Die halt absolut dazu führen, dass du jetzt momentan in dieser schwierigen Lage bist. Aber die Frage, die ich mir immer wieder stelle, macht das denn, also ich meine,
Ja, natürlich sind wir auch jetzt irgendwie ein bisschen verwöhnt gewesen, wenn wir zeitweise auf der 3, nach dem 17 auf der 6 waren und jetzt plötzlich wieder irgendwie weiter nach unten durchgereicht werden. Also ich tue mir insofern ein bisschen schwer. Ich bin momentan nicht so wirklich zufrieden mehr. Also die Zufriedenheit stellt sich bei mir noch nicht so ein. Kannst du auch nicht sein, Marvin. Kannst du auch nicht sein, weil das Problem ist doch eigentlich, aber die Kaderplanung gibt eigentlich doch teilweise gar nicht mehr her. Du hast das jetzt gesehen, es waren Spiele, ja, wichtige Spiele sind ausgefallen und sofort hat das System nicht mehr funktioniert. Und Fabian ist ausgefallen, hat die Kreativität gefehlt, Vallejo fällt hinten aus, war die Abwehr hat gewackelt ohne Ende, ein Hasebe fehlt jetzt ohne Ende. Da musst du sagen, wenn du den Anspruch hast, da oben zu spielen, dann hättest du auch reagieren müssen im Winter und hättest ganz andere vakante Positionen besser besetzen müssen, hättest ein bisschen ins Risiko gehen müssen, hast du nicht gemacht. Verletzungspech hat jeder, wir auch jetzt und dementsprechend. Die Position, die wir aktuell innehaben, entspricht eher den Planungen, denke ich auch, die die Eintracht hatte. Das andere war ja eher, wir spielen da oben, ach ja, das ist ja super und wenn es gut geht, ist klasse und wenn es ein bisschen runter geht, ist auch nicht schlimm. Jetzt haben wir natürlich aktuell so einen blöden Strudel und müssen aufpassen, dass wir nicht wirklich noch unten, nur weil meiner Meinung nach wirklich verpasst wurde, ein bisschen nachzulegen. Im Winter, klar, es ist schwierig, es ist teuer, aber du hast Abgänge gehabt, die hast du überhaupt nicht kompensiert und dementsprechend können wir da uns eigentlich nicht beschweren, wenn mal ein paar Spieler ausfallen, dann rücken wir halt auch nach hinten. Dafür spielt man wirklich noch guten Fußball mit dem Kader, wie man haben, aber die Bank ist nicht breit genug aufgestellt. Ja, ich denke auch, was der Dennis gesagt hat, ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass du trotzdem, egal wie oft man es sagt und wie es einen selber dann nervt, aber da sind tatsächlich viele wichtige Stützen rausgebrochen, immer zeitweise. Und es wurde im Winter gar nichts dagegen getan. Im Gegenteil, die Eintracht hat sich eigentlich noch verschlimmert, dadurch, dass sie Huschi abgegeben haben. Du hast dann plötzlich eine Position gehabt, die dünn besetzt war und hast sie noch mehr ausgedünnt. Auf einer Hinrunde, wo wir auch an das Pech, was wir jetzt in den letzten 4 Spielen haben, da hatten wir halt in der Hinrunde an manchen Stellen das Glück. Vielleicht hätte die Hinrunde auch schon viel schlechter laufen können und wir wären viel besser darauf vorbereitet gewesen, was jetzt gerade passiert. Hm. Und können eigentlich froh sein, dass wir uns so ein Polster angefressen haben, dass wir jetzt so vergeigen können eigentlich, weil die Eintracht ist aktuell, Rückrundentabelle 17, so ungefähr auf dem Niveau mit Darmstadt. Und da können wir echt von Glück reden, dass die Hinrunde so gelaufen ist. Aber ich sehe das auch eher, die Hauptgründe darin, was der Dennis gesagt hat, das ist im Endeffekt, haben die im Winter die Botschaft gegeben, okay, wirklich oben angreifen wollen wir nicht, weil wir kein Geld in die Hand nehmen, was man auch hätte machen können. Man hätte trotzdem, da bin ich mir sicher, hätte man einen einigermaßen adäquaten Sechser finden können und man hätte vielleicht Geld rausnehmen können, was man für den Sommer verplant hätte. Weiß ich alles nicht, ist nur Spekulation. Trotzdem hätte man das anders kommunizieren können und dann hätte man wenigstens Huschi nicht abgeben müssen. Also es ist einfach so, die Eintracht hat es so gemacht und dann kommen so angesprochene Spieler wie Hector, die ja eigentlich sonst gar keine Rolle spielen. Von mir aus kann der jeden Tag nach London fliegen, sich die Haare machen lassen. Das ist mir sogar lieber, wenn er sich die Haare machen lässt, als dass er spielt. Das ist ja auch kein Spieler, das ist ja kein Spieler, mit dem wir geplant haben, ehrlich gesagt. Nee. Wenn die Mannschaft steht, wenn keiner verletzt wäre, dann wäre die Mannschaft hinten ganz normal Abraham, Vallejo, Hasebe gewesen. Plus Oczipka und Chandler. So ist das, genau. Wenn da nichts passiert wäre, dann müssten wir uns über Leute wie Hector gar nicht aufregen. Auch Ordonez wäre jetzt nicht in die, und Russ auch nicht, wären in die Situation kommen, dass sie mit den körperlichen Defiziten, die sie mit Sicherheit haben und auch was die Spielpraxis betrifft, die wären gar nicht in die Situation kommen, überhaupt reingeschmissen zu werden. Das ist ja eigentlich alles nicht so geplant. Und dadurch, meiner Meinung nach, kann man es damit trotzdem begründen. Dadurch ist die Eintracht da unten reingeraten. Da kommen solche Sachen dazu mit den Elfmetern, was mit Sicherheit auch Kopfsache ist und Pech. Und jetzt stehen wir da. Es ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube auch, dass wir uns, wenn die Saison mal vorbei ist und wenn du so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft draußen bist, dass wir uns echt krass ärgern. Dass wir uns krass ärgern, weil es ganz viele 50-50-Spiele gab in der Rückrunde auch. Da will ich ganz kurz dran ansetzen, denn wir haben ja in den letzten Wochen, was der Dennis gesagt hat, was du eben gesagt hast, das habe ich ja auch schon gesagt. Das ist ja, ihr habt ja vollkommen recht, das ist ja im Winter wurde die Messlatte dementsprechend niedrig gelegt, als gleichzeitig irgendwie klar wurde, wir holen keine neuen Leute, wir verstärken die Positionen nicht, die bei uns Schwachstellen sind und wir schwächen uns noch mit Abgaben, die uns vielleicht irgendwie noch wehtun werden. So, genau. Und das führt mich dazu, leider zu sagen, dass der Verein Eintracht Frankfurt für mich ein Verein ist, den ich tief in meinem Herzen habe, aber bei dem Weiterentwicklung
überhaupt keine Rolle spielt. Und das nervt mich kolossal. Und weil ganz ehrlich, wenn ich etwas mache, wenn ich mein Herz irgendwo habe, dann will ich eine Weiterentwicklung sehen. Und die einzige Weiterentwicklung, die wir jetzt vielleicht haben, ist, dass wir in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wenn wir endlich irgendwann die 40 Punkte holen. Aber von einem richtig positiven Sprung, da fehlt es halt komplett. Ganz ehrlich, die letzte Saison hätte mit dem Kader gar nicht so mies laufen müssen. Da sind viele Dinge, wir wollen ja nicht schon wieder anfangen von der 15er, 16er Saison, aber dass du überhaupt fehlgeholt hast. Ich will nur mal sagen, weißt du kannst ja nicht sagen, jetzt hat das dann halt nicht so geklappt, dann haben wir gerade so Nichtabstieg und jetzt können wir ja froh sein, dass wir einen Klassenerhalt schaffen. Nein, eigentlich muss der Schritt immer der nächste positiverer sein, dass die Eintracht sich überhaupt wieder in so Bedrängnis gebracht hat mit so Schwachsinnigkeiten wie Fee. Das war ja eigenes Verschulden. Aber normalerweise müsstest du endlich mal einen dauerhaften Plan entwickeln, dass du die Möglichkeit hast, in den Europacup zu kommen. Und bei der Eintracht sehe ich keine positive Weiterentwicklung, die mir irgendwie zu denken gibt, zu sagen, ja geil, da geht was. Im Endeffekt hatten wir es in der Winterpause, waren wir so knapp dran, hier wirklich den Dach hier einzudeckeln und wirklich zu sagen, geil, jetzt ist Europa möglich. Und was machen wir? Es wird wieder versemmelt und im Endeffekt spielen wir wieder die nächste 08-15-Saison. Und das ärgert mich halt einfach tierisch. Das kann ich genau verstehen, weil die Sache ist die, du hast vorhin einen Vergleich von mir gefordert, wie mit den 40 Punkten. Und es ist wirklich so, dass die Eintracht mit einem geilen, einigermaßen normalen Gebrauchtwagen auf der Autobahn ist und du hast, keine Ahnung, noch Tank für 400 Kilometer und fährst irgendwie an Kilometer 400, siehst du rechts, ist eine Raststätte und dann fragt dein Partner dich, ja, wollen wir tanken gehen? Dann sagst du, ach Quatsch, guck mal, wir können auf 400 Kilometer fahren, fahren wir jetzt erstmal weiter. Dann fährst du die ganze Zeit weiter und dann fragt sie wieder, ja, wollen wir jetzt rausfahren, 300 Kilometer? Dann sagst du, ach nee, guck mal, wir haben noch 300, wir sind fast da. Und dann wunderst du dich, wenn die Tankstelle, die du dann eigentlich angepeilt hast, ist dann plötzlich geschlossen. Ja, dann stehst du da und denkst, ja scheiße, was machen wir denn jetzt? Die Eintracht muss aber mal dahin kommen, dass die Eintracht auf der Autobahn ist und vielleicht sogar im Kofferraum einen Ersatzkanister hat. Zu sagen, okay, wenn Vallejo ausfällt, dann muss nicht Marco Russ hier direkt von der Krankenstation auf den Platz gehen. Und ich weiß nicht, gegen HSV war es, glaube ich, wo er von Anfang an wieder gespielt hat. Ja. Wo du die erste Szene Marco Russ hast, da hast du das Gefühl, der ist gerade aufgewacht und total verrückt, ja. Du liebe Zeit. Das hat er sich aber mit Sicherheit auch gedacht. Er wird mit Sicherheit nicht gesagt haben, geil, ich bin heiß, ich will wieder spielen. Nee. Und so ist es. Und daran trägt tatsächlich, natürlich, die Mannschaft trägt auch eine Schuld. Ich glaube auch, dass durch die Kommunikation, die die Eintracht in der Winterpause gewählt hat mit diesem Jahr, wir holen hier nur den und lassen die mal gehen und wir sind 40 Punkte und bla bla, da hat ihr vielleicht auch damit zu beigetragen, dass die Mannschaft selber vielleicht gedacht hat, gut, wir haben es echt hier schon gut und vielleicht haben dir die letzten 5% Ehrgeiz auch gefehlt. Hast du dann vielleicht gesehen. Und dann die letzte Konzentration, weil dann Spiele wie Leverkusen und Leipzig am Anfang echt verschenkt wurden auch. Und da haben die Verantwortlichen Sicherheit mit zu beigetragen. Und das, was der Marvin sagt, ist eigentlich das, was mich am allermeisten ärgert. Ich reg mich gar nicht über einzelne Spiele auf und habe nicht diese Wut, dass ich denke, dieser ganze Apparat Eintracht versaut das. Die Wut, die ich habe, ist, die Eintracht hat diese Saison eine einmalige Chance gehabt, zu sagen, okay, wir riskieren mal viel im Winter und geben vielleicht mal die ein oder andere Million mehr aus, die wir dann vielleicht über ein paar Jahre abzahlen müssen. Mein Gott, da gibt es viel schlimmere Kandidaten in der Bundesliga. Mhm. Grüße nach Hamburg und sonst irgendwo. Dann probier's halt mal, weil den Gain, den wir jetzt hatten von dieser Hinrunde und vielleicht jetzt auch von der Rückrunde, wo profitieren wir denn davon im Sommer? Gar nicht. Vallejo geht wahrscheinlich wieder weg, ohne dass wir was kriegen. Mascarell hat eine einigermaßen freche, niedrige Rückkaufklausel, wird wahrscheinlich direkt nach Wolfsburg weitergeleitet. Und ansonsten ist da nichts, wo du sagst, eigentlich hast du das Gefühl, wir müssen jetzt im Sommer wieder von vorne anfangen. Ja, genau. Und wenn wir der Marvin und ich nächsten Sommer gefragt werden, was ist bei der Eintracht drin, dann können wir wieder sagen, Platz 6 bis 16. Aber wir können nicht sagen, ja, Platz 6 bis 12, weil wir uns sicher sind, dass die Eintracht so, wie Mainz es vor ein paar Jahren immer gemacht hat, dass du wusstest, okay, Mainz steigt auf keinen Fall ab und die sind sehr stabil und die werden auf jeden Fall auf dem einstelligen Tabellenplatz landen. Das hat die Eintracht wieder nicht erreicht. Und in dem Wissen, dass es so ist, hätte die Eintracht im Winter einfach mal ein bisschen Harakiri machen können. Und zu sagen, okay, Leute, das ist hier eine Ausnahmesituation, wir greifen da jetzt an, meine Güte, was haben wir zu verlieren? Im Endeffekt verlieren wir wahrscheinlich durch diese Vorsicht dann, verlierst du dann jetzt auch wieder ein paar Plätze in der TV-Tabelle, das kostet dich im Endeffekt auch 3-4 Millionen Euro. Die hätte ich dann auch im Winter verblasen können.
Mein Gott. Genau, und Perspektive. Perspektive, ja, neue Spieler zu holen. Perspektive, die Spieler, die du hast, noch gewinnbringender an den nächsten Mann zu bringen. Das sind alles so Dinge. Und das ist aber, zeigt sich aber nicht eine Rückschrittlichkeit einfach im Kopf. Und da muss ich auch sagen, ja, auch wenn wir Bobic zwischenzeitlich gelobt haben, aber auch da wurde anscheinend nicht dementsprechend vorgesprecht, dass uns das hier was bringt. Ich höre momentan extrem viele Gerüchte. Und ich höre momentan, dass es bald so ist, dass der wahrscheinlich ein Investor einsteigt oder was mit 10%. Wenn sich das so bewahrheitet, dann müssen wir demnächst nochmal drüber sprechen. Aber da scheint ja momentan als neuer Hauptsponsor wirklich was im Gespräch zu sein. So, da höre ich momentan viele Dinge. Aber das Geld, was ich jetzt von den potenziell 10%, die ich da, also 10% Verein, was ich verkaufe und dann bekomme ich halt dementsprechend Gegenwert, das hätte ich so auch wunderbar bekommen können, indem ich einfach das Geld vorher vielleicht nehme, einen Bruchteil davon vielleicht nehme, aber in Spieler stecke und dann gleichzeitig aber eine andere Tabellenposition erreiche, die mich dazu qualifiziert, europäisch hier Gas zu geben und europäisch mal wieder präsent zu sein. Dann hätte ich das locker wieder rausgeholt. Und sowas, darüber wird nicht nachgedacht. Und gleichzeitig, was wir in der letzten Woche schon angedeutet haben, setzt sich dann halt jemand hin, der gute Herr Axel, ja, der dann sagt, ja, Axel Hellmann, ja, naja gut, aber wir gucken nach unten, dann gucken nach oben. Natürlich ist das theoretisch möglich. Aber bei dieser scheiß Rückrunde, die wir aktuell spielen, was mich total wütend macht, dass wir selbst gegen die absoluten Hirni-Vereine es nicht hinbekommen, einigermaßen hier zu punkten, das ärgert mich. Das ist gegen Dortmund, hätte auch nie jemand gedacht, dass wir Punkte holen. Das ist doch vollkommen Schissel. Das interessiert mich nicht, ja, aber gegen andere Gegner, gegen die wir ebenbürtig waren, gegen die wir teilweise sogar besser waren, dass du zu Hause es nicht schaffst, gegen Gladbach einen Dreier zu holen, die unglaublich fürchterlich waren. Das sind Dinge, die mich einfach absolut ärgern und die mich an dem Gesamtkonzept, was für mich immer bedeutet, Weiterentwicklung. Ich bin Fan von gewissen Dingen. Und warum bin ich Fan? Weil ich sehe, da entwickelt sich was. Nicht immer hundertprozentig positiv, mehr ärgere ich mich, aber ich sehe trotzdem eine Weiterentwicklung. Ich sehe, dass ein Produkt professioneller wird. Ich sehe, dass hier eine klare Linie irgendwo zu erkennen ist. Aber bei der Eintracht sehe ich immer nur, naja, gut, wir gehen in die Saison, dann machen wir drei Sachen ganz richtig, aber vier Sachen machen wir wieder falsch und dann stehen wir wieder, am Ende der Saison stehen wir wieder genauso da, wie wir davor da standen, wenn wir Glück hatten und nicht abgestiegen sind. Ja, was ist das denn für eine Entwicklung? Und das ist auch keine Entwicklung, bei der du über 5 Jahre noch in der Bundesliga bleiben kannst. Mhm. Wenn dir andere Vereine hinterherkommen, weil die es wesentlich besser machen, die haben einen Plan, auch wenn dir das nicht gefällt und auch wenn dir dieses vermarktete Quatsch dir nicht gefällt. Aber das ist scheißegal. In ein paar Jahren wirst du dementsprechend aussortiert, wenn wir nicht endlich mal anfangen, einen konsequenten Plan zu verfolgen. Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich sehe trotzdem, was ich auch ein bisschen vermisse, ist, dass nach außen hin kommuniziert wird, dass man sich echt ärgert und sagt, okay, wir haben im Winter vielleicht einen Fehler gemacht, weil wie sich die Bundesliga gerade entwickelt, also ganz ehrlich jetzt mal, Schalke, Köln, Frankfurt, wer da alles rumgeistert, da hat ja scheinbar keiner, die verlieren ja ständig alle. Das ist ja wieder dieses Schneckenrennen. Und in dem Bewusstsein aktuell, dass es so ist, würde ich mich als Verantwortlicher von Eintracht echt ärgern. Das kann man ruhig auch mal kommunizieren, zu sagen, scheiße, wir hätten nicht gedacht, dass das so ein Schneckenrennen um Europa wird und wenn wir ein bisschen frischer da gewesen wären und vielleicht auch personell ein bisschen mehr Substanz hätten, hätten wir locker dort reinschießen können. Weil wenn du überlegst, was ein Polster die Hertha fast schon hat und die spielen auch eine Kackrückrunde. Also die spielen nicht überragend und da ist keiner dabei, der irgendwie krass beeindruckend ist. Von hinten kommen Mannschaften wie Gladbach oder Schalke, die auch schon wieder am Arsch sind, Leverkusen auch. Und die Situation, wie sie gerade ist, die wird nächstes Jahr nicht mehr so sein. Es wird nicht mehr der Fall sein, dass Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, Schalke alle hinter ihren Erwartungen bleiben und wir ein bisschen drüber. Das wird nicht passieren. Und die Eintracht kann, wenn die es nächsten Sommer einigermaßen normal macht auf dem Transfermarkt, eigentlich nur damit rechnen, wieder Zwölfter zu werden, wenn wir Glück haben. Ja. Toll. Anna, jetzt haben wir so viel geredet, sprechen wir dir da aus der Seele oder siehst du das grundsätzlich anders? Oh, ich bin ja sowieso eher der Zuhörer, ne? Ja. Nee, also ich muss sagen, ich finde halt, es ist jedes Jahr dieses Schneckenrennen. Also ich finde in den letzten Jahren immer verstärkter. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie mich wahnsinnig unbeliebt mache, aber in den letzten Jahren hatten wir halt immer noch Heribert Bruchhagen, der dann gesagt hat, naja, die Liga ist zementiert und so weiter und so fort. Ja. Das kann halt niemand mehr hören. Aber ich weiß halt nicht, ob da nicht tatsächlich einfach was Wahres dran ist. Weil wenn man sich irgendwie die Tabelle anguckt, ich meine gut, Freiburg spielt halt jetzt die Aufstiegssaison mit alle fahren nach vorne. Also wird nächste Saison auch nicht mehr so sein. Aber es wird immer die Vereine geben, die halt irgendwie überraschend dann doch hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Und
die halt irgendwie, auf die jeder wettet, dass sie irgendwie mit hinten drin hängen. Aber ich meine, bis Köln hat noch, also bis Platz 7 hat noch keiner 40 Punkte. Und ich finde, man muss sich dann schon irgendwie diese fatalistische Systemfrage stellen, ob es halt einfach nicht möglich ist, wenn du jetzt nicht Bayern München, Dortmund oder jetzt halt auch Raba Leipzig heißt, deinen Kader so breit zu verstärken, dass du da wirklich mitmischen kannst. Ja, bei Hertha und Köln schaffen es ja schon auch, in Freiburg auch. Also Hoffenheim auch. Also mir würde es leichter fallen, wenn Mannschaften wie Schalke, Leverkusen und Gladbach vor uns stehen würden. Das würde mir echt leichter fallen. Weil da würde ich denken, okay, die sind uns allesamt einen Schritt voraus, ob finanziell oder irgendwie von der Planung her. Aber Mannschaften wie Köln, Berlin und Freiburg haben von meinem Gefühl her uns trotzdem nichts voraus. Weder was die Kaderqualität betrifft, noch was das Umfeld betrifft, noch irgendwas. Das sind alles Vereine, die ich gerne auf Augenhöhe sehen würde. Und wenn die jetzt vor uns sind, dann würde ich mich kolossal ärgern, wenn statt der Eintracht Freiburg in den Europapokal kommt. Und wenn das so ist, dann muss die Eintracht sich an die eigene Nase fassen, das im Winter versaut zu haben. Sorry. Ich weiß halt immer nicht, ob das, vom Gefühl her stimme ich dir da total zu, aber ich weiß halt einfach nicht, ob das nicht auch irgendwie so ein bisschen die Sache ist, wie wir halt irgendwie mit dem Fußball sozialisiert worden sind, weil da waren halt immer Schalke und Leverkusen und Wolfsburg im Zweifel und der HSV halt irgendwie immer vor uns oder auf Augenhöhe. Und jetzt sind halt da diese wahnsinnig vielen neuen Vereine in Anführungszeichen mit drin. Und ich habe mich da immer noch nicht so richtig dran gewöhnt. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Kopfsache ist oder Nostalgie oder Gewöhnung, dass man halt so diese Vereine hat. Naja, die waren ja irgendwie immer besser. Ja. Und vielleicht sind sie es halt tatsächlich einfach nicht mehr. Vielleicht ist es wirklich immer mehr Einheitsbrei. Ich weiß es nicht. Also von der Leistung her ist es schon viel Einheitsbrei, ne? Also ich meine, du kannst ja mittlerweile schon froh sein, wenn wir mal realistisch sind, ist das Dortmund-Eintracht-Spiel jetzt nochmal auf das letzte schon eines der höherklassigeren Spiele gewesen der letzten Zeit. Ja. Ansonsten kannst du dir ja viel von der Grütze nicht angucken, was Darmstadt gegen Schalke zusammengespielt hat, war ziemlich fürchterlich. Also, und das ist nur ein Beispiel. Also da sind sehr, sehr viele absolute Grützenkicks dabei. Natürlich hast du auch mal so positive Ausreißer wie Hoffenheim im Gladbach. Aber ja, aber natürlich, das ist ein guter Punkt. Also ich meine, natürlich war es bei mir auch so, ja, Hamburg, immer Traditionsverein, immer relativ weit oben, aber jetzt sind die halt auch abgelöst von Vereinen wie Hoffenheim und Leipzig, an die ich mich wahrscheinlich nie wirklich gewöhnen werde. Ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass so viele das auch so kommunizieren, Hamburg darf nicht absteigen, weil. Mhm. Und da stelle ich halt immer als Gegenfrage dagegen, warum? Also damit diese Uhr nicht ausgeht oder weil es sonst zu langweilig wird. Also weil es sonst zu langweilig wird und es zu viele Spiele wie Ingolstadt gegen Wolfsburg gibt. Also deswegen würde ich nicht gerne, dass sie absteigen. Ja, guter Punkt, aber das ist halt auch Nostalgie so, ne? Also das hat halt mit den realen Ergebnissen dann immer nichts zu tun. Also das stimmt, aber das Ding ist ja eigentlich, was du sagst, spricht ja eigentlich dafür, dass man sagen kann, man müsste eigentlich noch mehr Vision haben, zu sagen, okay, wenn das alles nur so ein Einheitsbrei ist, dann ist ja eigentlich viel leichter, ein bisschen aus diesem Einheitsbrei rauszuragen. Also das wäre ja viel schlimmer, wenn die Vereine, die wir gefühlt vor uns sehen, die auch mehr Geld haben, das kann man ja messen, die auch Wolfsburg und Schalke, Leverkusen und Gladbach haben mit Sicherheit mehr Möglichkeiten als wir, haben die dieses Jahr nicht genutzt. Wenn die auch in diesen Einheitsbrei fallen, und Mannschaften wie Hertha, Köln und Freiburg nach oben gespielt werden, dann würde ich von der Logik her denken, ja okay, dann ist es ja sogar eigentlich noch leichter zu sagen, okay, wenn man eine geile Saison spielt, kann man da oben angreifen, wie das in den letzten Jahren immer mal war mit Augsburg oder Mainz oder die Eintracht da auch mal. Aber das ist ja das, was ich gemeint habe. Ich könnte viel besser damit leben, wenn das, was Bruchhagen sagt, immer noch Bestand hätte, dass er mir sagt, dass er mir vor der Saison 7 Mannschaften nennt, die unter den ersten 6 sind. Das hat er so immer, glaube ich, formuliert. Genau. Das ist ja aber gar nicht mehr so. Das ist ja nicht so. Die Hertha hat Michael Preetz in verantwortlicher Position. Und die sind vor uns mit mehreren Punkten. Das würde mich als Eintracht Verantwortlicher ärgern, auch wenn ich Freddy Bobic heißen würde. Freiburg mit den begrenzten Mitteln macht es auch besser. Köln, die auch, wie viele Täler hat Köln jetzt in der Rückrunde schon durchlaufen? Die spielen auch eine Grütze manchmal zusammen. Ja, die sind also immer noch meine vor Güte. Uns. Ja. Das ist immer noch. Ich hätte, wenn jetzt Schalke, Leverkusen und Gladbach
in der Rückrunde sich irgendwie zusammengerissen hätten und die hätten uns von hinten überholt, dann hättest du, glaube ich, wenn die Eintracht jetzt trotzdem nicht so viel verloren hätte, hättest du trotzdem nichts sagen können. Da hättest du jetzt nicht meckern können und sagen, ja toll, Eintracht, was macht ihr hier? Schalke und Leverkusen sind rechts und links vorbei. Aber da das nicht so ist, das macht es für mich ganz, ganz schwer zu akzeptieren, dass die Eintracht das nicht nutzt dieses Jahr, weil ich glaube, dass die Eintracht vielleicht aus diesem Einheitsbrei rausragen könnte, aber die kann auch komplett in diesem Einheitsbrei absaufen. Ja. Weil ich meine, alleine solche Entscheidungen wie Fee zurückzuholen oder auch manche Kaderplanung. Ja. Ich meine, ich möchte da so gerne einfach mal Mäuschen sein, aber na gut, vielleicht auch nicht, aber eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Ich würde, glaube ich, dauerhaft Suizid begehen. Wenn ich irgendwo eine Mausefalle sehen würde, ich würde, glaube ich, einfach freiwillig reinspringen. Weil ganz ehrlich, wenn ich als Maus mitbekomme, Armin Fee wird neuer Trainer, ja, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, weil ich meine, man redet dann irgendwie immer so drüber, sie, ja, und beim Rotwein und dann haben sie sich da in Bornheim auf der Berger Straße getroffen und haben gedacht, oh Mensch, das ist doch eine gute Idee, komm, das machen wir nochmal. Ja, aber es ist halt tatsächlich so, glaube ich. Und das macht mich manchmal so fassungslos, ja. Weil ich meine, diese Legende von der Diva und was weiß ich, irgendwelche Millionen und irgendwelche Kündigungen, die durchs Klofenster irgendwo reingeschmissen werden und was weiß ich was. Ich meine, das sind ja reale Geschichten. Ja. Man kann da jetzt irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre später drüber lachen, aber so manche Stammtischmethoden haben halt da offensichtlich immer noch Bestand und so säufst du halt echt ab in dem Einheitsbrei, weil ganz ehrlich, momentan würde ich sagen, so richtig seriös sehe ich halt tatsächlich nur den momentanen Platz 1 bis 4, ja. Ja, und das ist halt wo genau ich halt der wirklich Punkt. Sage, ja, da wird halt ordentlich Geld in die Hand genommen, die holen, die verpflichten die richtigen Leute, also auch auf der Entscheiderebene. Und beim Rest ist halt immer so, die brechen halt über den Daumen gepeilt, könnte es schon irgendwie klappen. So. Genau, das ist der Punkt. Die brechen auch aus ihrem Moloch ein bisschen aus. Also ich meine, bei der Eintracht, wir müssen irgendwo schon trotzdem die Kirche im Dorf lassen, denn die Eintracht hat mit Kovac zum Beispiel was probiert, was außergewöhnlich war. Also gerade für Eintracht-Verhältnisse. Ne? Und du hast trotzdem das Gefühl, dass die Eintracht ein bisschen professioneller geworden ist. Also auch wenn wir zu viele Spiele verloren haben. Man muss sagen, dass die Eintracht, was Social Media betrifft, was Merchandising betrifft, richtig und die Außendarstellung schon ein bisschen von diesem ich stehe nachts im Öfchen Bruchhagen ein bisschen weggekommen ist. Ja, bei dem Teil schon, aber wenn es um die Ausrichtung der Mannschaft geht und diese Fehler im Verpflichten, da halt nicht. Und das ist halt das, was am Ende halt eben auch über... Ja, aber da vielleicht aber auch. Aber vielleicht sollten wir uns ein bisschen, vielleicht dürfen wir uns jetzt auch nicht so in Dings reden, hier in so eine Depression. Weil wir müssen trotzdem festhalten, dass mit den begrenzten Mitteln, die hier vorgefunden wurden, trotzdem Vallejo, Mascarell, Radetzky, Abraham und so, die wurden ja schon alle geholt. Das ist ja keine Fabian. Man muss ja schon sagen, dass da auch ein paar dabei sind, wo du sagst, geil. Was den einzigen Fehler, den wir jetzt momentan der Eintracht vorwerfen, weil Kovac ist ja jetzt auch, das ist ja seine erste richtige Saison, von Bobic auch. Und was Bobic macht, können wir, glaube ich, auch erst in 2-3 Jahren bewerten, weil er halt viele strukturelle Dinge ändern will. Trotzdem ich habe mich da immer noch nicht dran gewöhnt, ne? Das, ja, ich auch nicht. Ich hoffe auch, dass ich sehe den Typ und frage mich, wo ist der nochmal? Bei welchem Verein ist der nochmal? Ah ja, richtig, bei deinem. Ah ja. Ja, es macht auch nicht leichter, ihn irgendwie zu akzeptieren, jetzt gerade, wo es nicht läuft. Egal. Auf jeden Fall muss man ja sagen, was die Eintracht verpasst hat, war einmal im Sommer schon zu wissen, weil wir haben es ja schon im Sommer auch gesagt, dass die Sechserposition ist zu dünn besetzt. Dann dünnen die im Winter nochmal aus. Das ist fahrlässig. Da kannst du dich auch nicht drauf berufen zu sagen, ja, wir haben kein Geld. Weil dann musst du es an anderer Stelle sparen. Weil in der Offensive, wenn alle fit sind, haben wir ein Überangebot gehabt. Dann ist es einfach nicht richtig ausbalanciert. Ja. Dann musst du halt an Stelle XY auf, keine Ahnung, Blum und Wolf verzichten und dafür einen Sechs holen. Das muss so gehen. Das muss auch so einfach zu beantworten sein, weil du hast im Sturm, du konntest nicht damit rechnen, dass Seferovic so abkackt. Du hast im Sturm ja schon dann, mit, wenn Meier auch noch fit wäre, hast du ja ein Überangebot, wo zwei Hochkaräter, sag ich mal, auf der Bank stimmt. Ja. Und da wurden Fehler gemacht. Punkt. Aus. Fertig. Da brauchen die sich auch nicht drum drücken. Und das wurde im Winter wiederholt und noch verstärkt dadurch, dass Husti abgegeben wurde. Weil du kannst dem Typ auch sagen, ja, hier, nee, Digga, du bleibst jetzt hier noch bis Sommer, dann kannst du immer noch Maschinen oder was weiß ich was. Das kann mir keiner erzählen. Und da wurden Fehler gemacht. Nur was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich glaube, wir dürfen uns jetzt nicht in so einen Rausch reden, wie wir es teilweise schon in der Vergangenheit 20 Minuten hatten. Tun. Weil ja, so ein bisschen ganz so krass schlimm, wie wir es vorher immer hatten, ist es ja nicht. Man muss ja trotzdem auch anmerken, dass die Eintracht an der einen oder anderen Stelle gefühlt
bisschen vorangekommen ist. Er hat ja recht. Er hat ja recht. Wir reden uns nur in Rage, weil viel Enttäuschung dabei ist. Denn du in der Hinserie hast du halt etwas erlebt, was du für Eintracht-Verhältnisse nicht gewohnt bist. Und dass du jetzt halt so wieder zurückfällst in den alltäglichen Trott der Tabellentristesse, der lässt uns ein bisschen einfach negativ zurück. Hätte mir vor der Saison einer gesagt, dass wir mit am 29. Spieltag mit 38 Punkten dastehen, hätte ich das unterschrieben und die Sache wäre gegessen gewesen. Und gleichzeitig, darf man nicht vergessen, wären wir ja nicht nur mit 38 Punkten an 29 Spieltagen, sondern wir sind zufällig auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale. Also das sind so Dinge, man muss halt immer rational die Dinge betrachten, aber es ist halt trotzdem so, wenn du mal den ganzen Kuchen vor deiner Nase gehabt hast, da bist du manchmal trotzdem sauer, dass du jetzt doch nur ein kleines Stückchen davon bekommst. Mhm. Ist halt aber dann lass uns doch vielleicht diese Diskussion noch ein bisschen mehr auf das Ende der Saison vertagen und uns dann entscheiden, welche Hälfte der Saison nachher die tatsächliche Wahrheit gewesen ist und wie es für die Zukunft aussieht. Und lass uns mal eher jetzt auf die etwas näher liegende Zukunft blicken, die da heißt Augsburg. Mhm. Am kommenden Wochenende, die am vergangenen Wochenende gegen Köln wichtige Punkte geholt haben, die aktuell in der Tabelle auf Platz 16 stehen und damit ganz klar den Druck eigentlich auf ihrer Seite haben. Wir haben ein Heimspiel, was jetzt auch nicht wirklich ein Vorteil ist, weil wenn man mal guckt, wie wir in der Heimtabelle stehen, dann stehen wir auf Platz 10 und Augsburg in der Auswärtstabelle auf Platz 9. Also das wird so ein ganz offenes Ding. Wie sagt der Stefan Krieger so schön, der nächste Dreier kommt bestimmt. Und ich glaube auch gegen Augsburg ist es soweit, denn die haben nicht gut gespielt letzten Spieltag. Die haben zwar gewonnen, klar, aber das ist machbar. Das ist und die haben, glaube ich, drei Spieler gesperrt oder zwei oder drei, oder? Kuh ist gesperrt, sogar Bogatson ist gesperrt. Richtig. Also wir sagen es jetzt mal, wie es ist. Wir brauchen jetzt auch nicht hier analysieren und denken, wir wären jetzt die Spielverlagerung oder Rasenfunk oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, Leute, die Eintracht muss gegen Augsburg gewinnen. Ist mir scheißegal wie, scheißegal mit was für einer Aufstellung, wie das zustande kommt, ob Augsburg ein unangenehmer Gegner ist, ob Manuel Baum vielleicht eine gute Idee hat, scheiß drauf. Die Eintracht muss verdammt nochmal dieses Spiel gewinnen, weil wenn die das nicht gewinnen, Leute, dann habt ihr mich auch wieder auf der dunklen Seite, weil dann raste ich nächste Woche aus. Ja, aber das schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie... Nein, aber ich habe... Wenn Sie den gut gelaunten Basti erleben, weil wir gewonnen haben, genau. Ich meine, er ist ja, Basti ist ja jetzt hier noch wirklich Chilexo-Mark, aber ich meine, die Sache ist wirklich so, wir haben jetzt doch die Möglichkeit, innerhalb einer Woche die ganze Saison zu retten. Mit Locke, 3 Punkten gegen Augsburg, da hast du die 40-Punkte-Marke endlich geknackt. Und dann, wenn du ganz viel Glück hast, ist auch noch irgendwie was möglich. Denn ganz ehrlich, sagen wir doch mal realistisch, die Eintracht holt sich jetzt die 3 Punkte gegen Augsburg. Was ist dann mit der Mannschaft, die ist gelöst? Das hat endlich mal wieder geklappt. Ein Dreier zu Hause. Egal, wie du gespielt hast, aber du hast einen Dreier zu Hause geholt. Ja, hast einen Sieg mal wieder eingefahren. Und dann fährst du nach Gladbach, dann ist doch alles nicht so schlimm. Weil dann hast du unglaublich viele Fans am Start, ja, die mitfahren, die Bock haben. An einem schwierigen Dienstag, will ich mal sagen, ja. Und dann hast du aber die Möglichkeit, nach Berlin zu fahren. Das ist doch total geil. Du hast ja, so die Eintracht hat doch nur was zu gewinnen. Das heißt, das kann die Woche der Wahrheit, ist es auf alle Fälle, aber es kann die Woche des Glücks werden für uns. Und genau daran muss die Mannschaft sich jetzt einfach mal festhalten. Die Augsburg ist ein machbarer Gegner und ich will auch nicht darüber reden. Ja, die haben aber in den letzten Wochen ganz gut. Ist mir scheißegal, wie die in den letzten Wochen gespielt haben. Ja. Ist mir echt egal. Die sind fucking Platz 16 und zu die Recht haben auch eigentlich keine herausragend gute Mannschaft. Nein, der Trainer weiß auch nicht, wie er überhaupt noch auf diesem Platz weilen kann, ja. Und ja, ich will einfach nicht, dass ich will keine Ausreden. Die Eintracht muss es jetzt sehen und ich glaube, Kovac hat aber auch momentan die richtigen Worte. Die hat er zumindest in der Öffentlichkeit, zumindest gegenüber der Presse gefunden. Er deklariert das Ganze als Endspiel und ich finde es durchaus adäquat, das so zu sehen. Ich bin froh, dass er das auch macht, dass es nicht so ein Spiel im Vorbeigehen ist, wo du denkst, sondern dass er es genauso sagt. Das ist ein Endspiel. Wir müssen mal festhalten, Köln spielt zu Hause gegen Hoffenheim. Das haben die noch ganz lange nicht gewonnen. Freiburg spielt daheim gegen Leverkusen. Das ist auch nicht, wo du sagst, Freiburg hat sicher die 3 Punkte. Gladbach spielt gegen Dortmund. So, und wir spielen gegen Augsburg. Wenn das alles zu unseren Gunsten läuft, dann steht die Eintracht plötzlich wieder auf Platz 7. Oder wenn Freiburg auch verliert und wir gewinnen, dann sind wir vielleicht sogar wieder auf Platz 6. Naja, du hast noch das Bremen gegen Ingolstadt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Bremen sich von Ingolstadt die Punkte wegnehmen lässt, aber du kannst schon ordentlich da wieder einen Sprung nach oben machen. Das ja, gut, ist aber lass die Unentschieden spielen. Ja, es ist ja auch egal im Endeffekt. Ich meinte nur, das kann, was der Marvin sagt, das kann, die können jetzt diese ganzen 10 Spiele, die jetzt hier verbaselt haben,
können die in einem Spiel, wenn die jetzt einfach mal befreit 3-1 zu Hause gewinnen und alle freuen sich und das Wetter wird vielleicht hoffentlich noch besser und freitags hat Köln schon verloren und dann ist die Eintracht plötzlich wieder mittendrin im Geschäft und dann kommt genau das, was der Marvin sagt, das ist diese Woche dann. Du fährst ja nach Gladbach, da ist alles drin. Gladbach ist nicht mehr dieser Hacking-Effekt, der, wenn es überhaupt einen gab, der ist schon wieder weg. Die sind auch nicht, die haben 5 Tore in Hoffenheim kassiert. Die Eintracht fährt mit echt vielen Fans dorthin. Das ist ein Spiel, wo nur ein Spiel zählt. Pokal hat deine eigenen Sätze, bla blub, 3 Euro hier geschenkt. Ist doch egal. Da hast du nicht verloren. Und dann fährst du nach Hoffenheim. Ja, genau. Und hast vielleicht die 2 Spiele davor gewonnen. Alter, da geht doch auch was. Ja, eben. Und dann hast du dann quasi 10.000 Leute mitfahren. Dann hast du ein Stadion voller Eintracht-Fans. Es ist eigentlich ein Heimspiel, das ist immer so gewesen. Da gibt es Weißwein im Auswärtsblock, habe ich auch schon oft gesagt, das steigert die Stimmung auch unter den Auswärtsfahrern. Das ist nah. 1. Mai ist des Sonntags, 1. Mai ist Feiertag, das heißt, du brauchst auch nicht aufpassen, wie viel du trinkst, weil du am Siegstag frei hast. Da brennt zum ersten Mal in dieser Saison wahrscheinlich dieses Stadion und zum letzten Mal wahrscheinlich auch dieses Jahr. Und da kannst du dann auch gewinnen mit so einem Spirit, das geht. Ja. Oder zumindest einen Punkt holen, so. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und was der René sagt, wir können uns ja im Sommer immer noch aufregen. Und ich bin bei euch, wenn diese Woche auch in die Scheiße geht, dann bin ich der Erste, der hier wieder dabei ist und, keine Ahnung, hier mit einer brennenden Fackel in die Sendung kommt. Aber solange diese Chance jetzt da ist, hoffe ich sehr, dass die Eintracht das rafft und einfach nur zu Hause gegen Augsburg gewinnt. Und wir reden jetzt hier auch nicht darüber, dass wir jetzt wie in der fast Abstiegssaison zu Hause gegen Dortmund gewinnen müssen und auf so einen Sahnetag hoffen müssen. Nein. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir zu Hause gegen Augsburg gewinnen. Ja. Mit die ersatzgeschwächt hier anreisen, die alles andere als eine Riesensaison spielen, die mit Sicherheit nicht den allerbesten Auswärtssupport mitbringen. Also sorry, Leute. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann hat die Eintracht aber ganz andere Probleme. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass Basti sich immer über Rotwein im Öfchen beschwert, aber über Weißwein im Auswärtsblock freut. Ja? Ich möchte anmerken, dass ich noch nicht in so wichtiger Verantwortungsposition bin, dass ich mir es auch erlauben kann. Ich kann auch Schwarzwein trinken und keine Ahnung, was alles Mögliche. Selbstgebrannten. Ich tue der Eintracht damit keinen Schaden zufügen. Aber vielleicht sollten wir wirklich erst in der nächsten Woche über die Eintracht richten. Wir haben die Vorboten ja jetzt schon deutlich skizziert. Wir haben aber auch gleichzeitig die Chancen, die sich noch ermöglichen oder die sich aktuell noch offenbaren, haben wir auch aufgezeigt. Wir müssen noch ein bisschen hoffen, ja, aber wenn diese Woche wirklich gut geht, dann ist ja wirklich absolut noch alles drin. So ist es halt. Und dann hast du vielleicht wieder, dann bist du wahrscheinlich wieder on a roll und dann geht's halt nochmal. Und dann ist es auch egal, dass wir jetzt bislang auf Platz 16 der Rückrundentabelle sind, weil danach sieht es nämlich besser aus. Also es ist noch was möglich. Wir müssen nur hoffen, dass die Eintracht einfach ihre Chancen besser nutzt und auch wirklich mehr Biss reinbekommt, auch im Spiel, auch den Killerinstinkt endlich wieder zurückbekommt. Und wenn das wirklich jetzt nochmal der Fall ist, dann ist ja noch alles möglich. Ihr Leute, wir müssen doch auch mal sagen, die Mannschaft muss doch verstehen, dass kein Mensch und kein Fan es aushalten kann, am letzten Spieltag eventuell noch gegen RB dann in die Relegation zu müssen am Ende oder sonstiges. Also du kannst einfach auch auf diese emotionale Ebene, die uns Fans ja sowieso, wo wir alle sagen, oh mein Gott, das wäre so das absolute Horrorszenario für jeden Eintracht-Fan. 34. Spieltag spielst gegen RB, ist zwar ein Heimspiel und da geht es dann drum, gehst du in die Relegation oder nicht, ein absolutes Horrorszenario aufgezeichnet. Du musst einfach das heute, wenn du das einfach zeigst, gegen Augsburg, holst du die Punkte, damit hast du diesen Schnitt, damit bist du aus allem raus. Wenn du natürlich nicht gewinnst, und da habt ihr auch völlig recht, dann spielst du gegen Hoffenheim, das ist dann noch größeres Endspiel, wird schwierig. Dann spielst du gegen Wolfsburg, das bedeutet, das ist schon wieder ein Duell um die Plätze, super schwierig. Dann hast du, glaube ich, noch ein Spiel gegen Mainz, die haben sie dann vielleicht auch sich wieder ein bisschen gefangen mit Schmidt und so weiter, mal gucken, wie es da weitergeht, aber da hat auch keiner Lust drauf. Und dann auf so ein Endspiel gegen Leipzig, da würde ich total abkotzen. Also, du gewinnst am Samstag und gut ist und damit kommt gar nichts. Also, wenn die das, genauso ist es. Wir dürfen uns auch gar nicht in diese Gedankenwelt bringen, dass wir im Zweifel noch in die Relegation müssten, weil wir gegen Leipzig verlieren. Also, darüber will ich gar nicht nachdenken, weil dann wäre meine einzige Konsequenz wirklich zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt auch ohne mich Fußball spielen. Weil so will ich das nicht sehen. Nee, ich will auch nicht darüber nachdenken, wir müssen einfach positiver sein. Dafür sind wir eigentlich auch zu weit weg, sind wir mal ehrlich. Also, jetzt irgendwie aus den Spielen noch diese 3 Punkte da irgendwie mitnehmen. Also ich weiß.
Zwei fucking Punkte, aber am besten einfach drei gegen Augsburg. Genau, dann ist das Thema durch und dann können wir die Saison quasi abhaken und alles, was dann noch on top kommt, ist gut und dann konzentrieren wir uns auf den Pokal, den Marvin ja gerade eben schon angesprochen hat. Quasi nach dem Samstag kommt die nächste Möglichkeit, alles wieder auf die gute Seite der Macht zu bringen. Genau. Im Halbfinale im Pokal gegen Gladbach am Dienstag, was wahrscheinlich nach den drei Punkten gegen Augsburg dann das wichtigste Spiel in der Saison wird, mal abgesehen von dem Finale, was wir dann nachher gewinnen werden, aber ich habe vorhin mal durchgeguckt, wir haben bislang, und das ist jetzt wieder so ein bisschen die negative Seite, bislang dreimal im Pokal irgendwann gegen Gladbach gespielt und kein einziges Mal gewonnen. Ja, aber Statistik. Zeit. Genau. Anna, was wolltest du sagen? Nee, ich sag nur, dann wird's Zeit. Genau, ja. Und ganz ehrlich, für mich ist es wesentlich wichtiger, wie wir zuletzt gegen Gladbach gespielt haben. Und da sah das über weite Strecken ganz gut aus. Und ich finde, Gladbach hat sich einigermaßen konsolidiert durch den Trainerwechsel. Aber die sind halt auch noch nicht da, wo sie sein könnten. Wir wissen alle, dass sie unglaublich viele gute Spiele in ihren Reihen haben. Aber trotzdem, kommt alles auf Samstag drauf an. Ich denke schon, dass das emotional sehr, sehr viel an dem Augsburg-Spiel hängt. Und wenn du Augsburg total vergeigst, ja, dann weißt du auch, dass es am Dienstag nicht gut laufen wird. Da gehe ich schon von aus, wenn du hier 0-3 gegen Augsburg verlierst, dann kannst du wirklich in eine absolut gefährliche Spirale kommen. Ja. Weil du dann auch wieder ganz woanders tabellarisch im Kopf denkst und nicht über den DFB-Pokal nachdenkst. Aber genau. Ich verschließe mich diesem Gedanken. Bitte was? Aber das ist so krass, dass wir dieses jetzt erst recht, das konnten wir noch nie und werden wir wohl auch nie können. Und das macht mich aber ein bisschen. Aber hat Kovac ja letztes Jahr gezeigt eigentlich. Also Kovac hat in der einigermaßen also noch angespannteren Situation eigentlich gezeigt. Also wenn hier noch andere Trainer wären, wäre ich ein bisschen ängstlicher, aber. Aber vielleicht ist genau das Problem, dass uns jetzt so ein bisschen diese Spannung da fehlt. Im letzten Jahr hatten wir halt eben dieses von wegen, hey, wenn jetzt nicht, dann ist hier aber irgendwie Feuer unter dem Hintern. Und jetzt haben wir vielleicht so diese von wegen, naja, dann halt im nächsten Spiel und dass da irgendwie so ein bisschen der Druck fehlt. Nee, finde ich gar nicht. Ganz ehrlich, denn wir haben, du merkst den Druck. Du merkst, jetzt zeigt jeder, hier ist noch negativ was möglich. Die Hessenschau hat jetzt angefangen, hat einen Artikel drüber geschrieben, plötzlich wieder absteigbar. Diese Gefahr ist plötzlich in den Köpfen des Umfeldes angekommen, denn es ist theoretisch noch möglich. Ich glaube schon, dass auch die Spieler jetzt wissen, dass du gewissen Gefahren durchaus noch unterliegen kannst. Ich denke nicht, dass wir hier immer noch in einer samtseidenen rosa Wolke hier rumschweben. Das glaube ich nicht. Nee, der Marvin hat es auch angesprochen, glaube ich, letzte Woche, dass man auch gemerkt hat, okay, im Umfeld, dass es in der Halbzeit vom Bremen-Spiel, hast du es auch schon gemerkt, zu sagen, okay, langsam kippt es auch. Und die Eintracht hat es da so ein bisschen sich daraus befreit. Und ja, vielleicht hat die Mannschaft nicht diesen ganz krassen Druck, aber die müssten schon wissen, was die Stunde jetzt geschlagen hat. Also, dass du sagst, okay, Leute, jetzt ist der Endspurt von der Saison und wir spielen zu Hause gegen Augsburg. Wir können damit das einleiten, was wir schon beschrieben haben. Das wissen die ja auch. Das ist ja nicht so, dass nur wir wissen, gegen wen die noch spielen und wie die Tabellensituation ist. Also die wissen, dass die haben wahrscheinlich noch mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen auch. Und ich hoffe einfach, dass die auch intern sagen, hier Leute, lass uns mal zusammenreißen, bald ist Urlaub und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Weil die müssen ja auch ein Eigeninteresse daran haben. Also zu sagen, okay, wir schenken das jetzt hier nicht her, sondern auch wenn es die Profifußballer mittlerweile die meisten Söldner sind und alles Mögliche, was ich gar nicht wissen will, aber die werden ja noch so ein bisschen Bock auch auf sowas haben. Also die werden ja auch Bock drauf haben zu sagen, okay, geil, guck mal, da sind 9000 Auswärtsfans, wenn ich jetzt 1-0 mache, dann fliegt hier das Dach weg. Also will ich einfach hoffen, dass es so ist. Ich glaube, du kannst dich dem auch einfach nicht entziehen, selbst wenn du sagen würdest, du hast da keinen Bock drauf, in dem Moment, wo du es erlebst, ist das wahrscheinlich so ein Gefühl, dass du das da nicht gegen ankommst. Ja, aber sie ist dann richtig, dass ihr sagt, die Spieler sollen 110% geben, um das Glück zu erzwingen, weil wir hatten ja eigentlich den Tenor gehabt, die Mannschaft spielt gar nicht so schlecht, sie erspielen sich die Chancen. Es liegt eigentlich daran, dass man
Pech haben? Oder nee, bin die sollen ich da, so weitermachen. Habt ihr mich ein bisschen verloren? Also, nee, weil ich habe ja eigentlich das Gefühl gehabt, dass es die Mannschaft, sie spielt ja ordentlichen Fußball. Sie spielt ordentlich Fußball, sie erspielt sich die Chancen, hat einfach Pech. An der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Unvermögen. Du musst einfach, also dreckige Tore machen, vielleicht auch ein bisschen mehr noch Freistöße. Hinten muss die Null stehen. Bisschen defensiver stellen. Ich würde vom Grund her noch gleich spielen. Ich würde sagen, wir müssen halt noch eine Schippe drauflegen. Ich würde gar nicht sagen, wir müssen was ändern, weil es nicht geklappt hat, sondern ich würde sagen, Leute, was ihr gemacht habt, war einigermaßen gut. Ihr müsst jetzt halt nur noch killermäßiger unterwegs sein. Ihr müsst jetzt noch ein bisschen besser gegen den Mann gehen. Genau. Ihr müsst so ein bisschen giftiger werden. Ihr könnt jetzt euch nicht drauf ausruhen, nach dem Spiel zu sagen, ja, aber wir haben gut gespielt. Nee, dann musst du sagen, hier, am Ende werden die Schafe gezählt und nach dem Spiel will ich das wie gewonnen haben. Und großartig zu sagen, ja, wir müssen jetzt alles umstellen, sehe ich nicht. Die Eintracht muss nur das, was sie gemacht hat, noch ein bisschen kräftiger gießen und sagen, nee, heute gibt es nichts anderes, als dass wir gegen Augsburg gewinnen. Und ihr habt es auch schon angesprochen, Augsburg ist jetzt nicht in der Situation, dass die hier befreit aufspielen können. Also für die steht, glaube ich, noch mehr auf dem Spiel als für uns. Also besser geht es doch gar nicht. Und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ich hoffe, mit welcher Aufstellung würdet ihr aber dann spielen lassen? Basti hat doch gesagt, er will nicht über die Aufstellung rennen. Gar nicht, okay, na gut. Ja, doch, klar. Also Vallejo muss spielen. Ich würde Vallejo wieder als Libero stellen, Ordonez und Abraham und Chipka Chandler, Mascarell, Gacinovic, Rebic, Gotha und... Ja. Wenn sonst, ich weiß nicht. Ich will keine Ahnung. Aha, Gotha will ich normalerweise nicht mehr sehen. Es war grauenvoll. Nimm eins von diesen Schafen, die du zählen willst, und stell das da vorne hin. Das kann auch ein schlechter spielen. Ich würde die Sache mit Gotha jetzt aussetzen, ehrlich gesagt. Dann aber bitte ohne mich. Nee. Ja, Ordonez war ja auch nichts eigentlich. Das ist ja für mich eine Sache der Alternativen. Also wen will ich denn sonst drin haben vorne? Seferovic oder was? Nee, ich würde ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage, aber ich würde fast probieren, überhaupt keinen nominellen Stürmer zu bringen, sondern wirklich sagen, ich gehe vielleicht wirklich mit Wolf oder so oder mit Blumen. Vielleicht stelle ich die einfach mal in die Spitze. Ich fand, Wolf hat kein schlechtes Spiel gemacht. Und ich will auf der anderen Seite auch Rebic sehen. Dann müssen die sich halt mal abwechseln. Vielleicht müssen sie halt den Ball ins Tor sprinten oder was weiß ich. Oder Rebic muss den Ball ins Tor grätschen. Aber schlechter als Regota geht es eh nicht. Außerdem darf man eh nicht vergessen, dass es momentan gar nicht so gut aussieht bei Regota, der mit einer Wadenverhärtung aktuell ausfällt. Ebenfalls Mascarell. Also da müssen wir sehen, ob die bis zum Samstag überhaupt fit sind. Also weiß ich nicht, vielleicht tut uns Regota auch den Gefallen und fällt auf natürlich andere Weise aus. Ja, aber die Idee, jetzt ohne nominellen Stürmer zu spielen, halte ich für gar nicht so verkehrt. Wenn du jetzt wirklich sagst, du hast irgendwie einen Rebic und einen Wolf oder einen Blumen, die über die Außenbahn spielen und in der Mitte einen Fabian, den du halt als Anspielposition hast. Mal eine blöde Frage, was ist denn eigentlich mit dem Seferovic? Seferovic spielt halt maximal noch irgendwie, ich habe jetzt gesehen, dass er dem zuletzt ja wieder irgendwie Autogramme gegeben hat. Ich glaube, das ist so das Maximale, was er kann. Ich glaube, das Thema ist durch. Der war ja in den vergangenen Wochenende nicht mal im Kader. Ich glaube, das Thema ist jetzt einfach auch durch. Ja, ich glaube, er war verletzt. Weil ein Stoßstürmer gegen so eine Mannschaft kannst du ja schon gebrauchen die eine oder andere Situation. Hagota ist dafür meiner Meinung nach der falsche Mann. Meier ist noch nicht fit. Dementsprechend wäre das für mich. Aber gut, ich bin auch gar nicht schlecht mit der Idee, Marvin. Also Hauptsache Hagota spielt nicht. Nee, außer lamentieren hat dazu. Seferovic doch in den letzten Spielen auch nichts gebracht. Anna hat gerade richtig gesagt, er wird den auch ganz gerne irgendwie mit dem Schubkarren da wegfahren. Ne? Na gut. Ja, oder mit dem Sackkarren, Hauptsache fort. Und was ist mit Ordonez mit der Position? Da haben wir nichts als Ersatz. Varela ist noch nicht fit, oder? War jetzt am Wochenende auf der Ersatzbank, aber glaube ich noch nicht. Also da bist dann wirklich. Weil Ordonez hat mir gar nicht gefallen, letzte Woche zumindest. Vorletzte Woche fand ich ihn wirklich gut. Letzte Woche schläfrig, wirklich, also meiner Meinung nach, mit ein Hauptverursacher für die Gegentore. Ja, aber ich glaube, das wäre dann der Punkt, den ich aussetzen würde. Okay. Du hast nicht so viele Varianten. Eine Frage der Alternativen. Ja, genau. Du hast einen Russ noch, aber ich glaube, das gibt sich da nicht. Was ich mir noch gefallen lassen würde, ist vielleicht Rebic tatsächlich als zentralen Stürmer und dafür Barkok rein. Vielleicht hat der sich auch wieder gefangen, keine Ahnung.
Ja, wobei du da halt gucken musst, ob das halt wirklich so die Position ist, die, die einem Rebic da liegt. Der kommt halt eher schon über die Außen und trippelt sich dann da vielleicht irgendwie mal rein in der Mitte. Gut, weiß kannst ich aber nicht. Auch mit, kannst auch mit Varela probieren. Musst aber auch mal andere Sachen versuchen. Ja, du kannst aber auch mit Varela probieren. Varela ist ein guter, ist ja ein gelernter Rechtsverteidiger. Aber das heißt, wenn du Varela mehr in die Mitte rückst, Abraham nach links und dementsprechend auf die rechte Innenverteidigerposition mit Varela gehst, bist du eigentlich relativ safe. Also das kann man schon bringen. Mich wundert sowieso, dass Varela nach so kurzer Regenerationszeit wieder auf der Bank sitzt. Da siehst du aber auf der anderen Seite aber auch, dass es mittlerweile unglaublich nötig ist, dass wir mit Mann und Maus überhaupt unsere Ersatzbank voll bekommen. Ja, aber trotzdem, wenn er dementsprechend wieder fit genug ist, wäre das durchaus eine Option. Oder du sagst, was du auch machen kannst, ziehst du Oetschipka nach hinten, Tabata war jetzt heute beim Training wieder dabei und Tabata übernimmt deine Oetschipka-Position. Ist auch eine Möglichkeit. Also ich würde aktuell davon ausgehen, dass Otto Ness nicht in der Startformation ist, denn eine der genannten Optionen, die ich eben hier gerade zur Verfügung gestellt habe, wird gezogen. Könnte ich auch mitleben. Würde ich unterschreiben. Also wenn man das von dem Glück erzwingen, wenn das wirklich geht, dann schießt Rebic am Samstag einfach 2 Tore und gewinnt 2-0. Jo, läuft, also, nehme ich. Der hätte das verdient. Dann machen wir hiermit die allgemeine Tipprunde auf. Basti sagt 2-0. Anna? Gehe ich mit. Ich mache jetzt hier einen auf Wunschdenken, glaube ich. Old McMarvin? Ja, also ich glaube, die Eintracht kehrt zu dem erfolgreichen Rumpelfußball zurück und ergaunert sich einen 1-0. Senior Denis? Ich glaube nicht, dass wir zu 0 spielen, aber gewinnen 2-1. Ich vertraue meinem Dennis ausnahmsweise und sage auch 2-1. Und gegen Gladbach? Herr Dennis? Da ergaunern wir uns ein 1-0 auswärts, ja. Anna. Oh Gott. Der spielt nicht mit, sei denn der Meier ist auf dem Platz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also 3 Tore Meier war das jetzt. Ja, genau. Ja. Sofort, sofort. Ja, lass ich so stehen. Lass ich so stehen. Ja. Okay. Ja. Marvin? Ja, du, ich bin jetzt dann auch komplett im Eskalationsmodus, nachdem wir jetzt schon den grandiosen 1-0-Sieg gegen Augsburg erwurstelt haben und sind wir jetzt auf der Welle der Euphorie. Alles geht in Frankfurt. Nach dem sicheren Klassenerhalt ist der Medienhype wieder groß und dann hauen wir die Gladbacher mit 3-0 weg. Gibt's halt auch gar nichts. Ne? Also ich meine, dann ist ganz klar, dass selbst ein Gacinovic und Fabian wissen, wo das Tor steht und selbst Wolf wird eingewechselt und schießt dann noch eins. Also ich würde sagen 3-0 dann. Schön. Grandios. Basti, wie motiviert bist du? Ich sage, die Eintracht gewinnt 2-1 nach Verlängerung. Nach Verlängerung. Mal wenn nicht ganz spät nach Hause. Genau. Alter, da kommen wir ja gar nicht mehr heim. Ich sag auch 2-1, aber nach regulären 90 Minuten. Stimmt, ihr fahrt ja auswärts. Sehr cool. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Ja, dann müssen auch da Punkte mitgehen. Also die Konstellation, die auswärts fährt, die ist auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass die Eintracht 1-0 in der Relegation in Nürnberg gewinnt. Also bin ich guten Mutes. Ja, ich auch. Ja, dann ist das Thema ja quasi durch. Müssen sie eigentlich gar nicht mehr antreten, haben wir es quasi am grünen Tisch für uns entschieden, oder? Ne, man hat es auf jeden Fall schon gerissen jetzt. Mir geht jetzt nur noch darum, wie hoch das Ergebnis jetzt eigentlich sein wird. Das ist eigentlich ist die Frage, bleibt es einstellig oder wird es zweistellig am Ende? Das ist das Einzige, was zählt. Gut, dann lass uns doch mal auf den Punkt kommen, den wir übersprungen haben. Es gibt so ein paar aktuelles Geschichten. Das eine möchte ich nur kurz ansprechen. Basti hat es ja vorhin schon genannt. Mascarell wird irgendwie bei seinem künftigen Lieblingsverein, dem VfL Wolfsburg, gerüchtet. Na, halten wir da was von? Halten wir da nichts von? Anna, sag du doch mal was dazu. Du hast nämlich vorhin schon angefangen. Was willst du denn von einem Wechsel eines Eintracht-Spielers nach Wolfsburg halten? Och. Was soll ich dazu sagen? Hat dann auch schon mal gut funktioniert, ne? Ja, es funktioniert immer gut. Also Wolfsburg gerade im Speziellen funktioniert immer ganz großartig für Eintracht-Spieler. Soll er machen. Ja. Also ich bin also da ich echt... Ich kann mich nur wiederholen, was ich letzte Woche gesagt habe. Muss ich das dann diesmal überpiepen? Nein, Wolfsburg ist ein Drecksverein. Nee, ist Wolfsburg so. Ist ein richtiger Pissclub. Die bauen Scheiße. Aber dadurch, dass sie so viel Geld im Rücken haben...
kriegen die keine Konsequenzen dadurch. Und dann gucken die, wer hat gut gespielt, die kaufen wir. So ein fette Sau, die im Süßwarenladen ist, wo du sagst, hier, fress keine Bonbons, kommt verklebt nach Hause und wundert sich, dass er verfettet im Krankenhaus liegt. Und die Eintracht muss sich solche Spieler mühsam aufbauen, kriegt jetzt auch noch die für 4 Millionen wieder abgenommen und Real Madrid verkauft die wahrscheinlich für 15 an die. Und dann Wolfsburg klappt wieder nächste Woche nicht, dann holen die im Winter wieder welche für 30 Millionen. Also, es ist nicht neu, die Wut, aber die kommt immer wieder hoch, wenn ich sowas höre, weil das trotzdem für mich einen Wettbewerb verzerrt. Was rechtfertigt denn eigentlich, dass Wolfsburg uns eigentlich immer die Spieler wegholen kann? Warum ist das so? Also ist nur, weil die mehr Geld... Die Konstellation, die am Ende dann da ist, also wenn das auch nur annähernd in die Richtung kommt, so wie es da jetzt momentan gerüchtet wird, ist, dass dann Real da irgendwie diese Rückkaufoption zieht, genau. Und quasi Mascarell im Doppelpack für 25 Millionen irgendeinen vollkommen absurden Betrag dann da nach Wolfsburg durchreicht, wo ich auch sage, wenn ihr doch haben wollt, dann legt doch einfach gutes Geld bei uns auf den Tisch und dann ist das Thema halt auch durch. Ja, ist ja egal. Also das ist ja vollkommen egal. Also entweder, na gut, aber das ist, jeder normale Mensch macht das so. Also ich meine, es ist ja immer klar, dass Real wird uns das Geld schenken. Ja, natürlich nicht. Also alles andere ja. Werden ja. Die Trinkgeld. Die werden sagen, ja, die 4 Millionen sind dann schon zu viel, aber die müssen sie dann halt zwingend bezahlen und machen dann halt nochmal 4 Millionen plus mindestens oder wahrscheinlich noch viel mehr, weil ehrlich gesagt ist dieser Majoralle auch jetzt keine 20 Millionen wert, also wie auch immer. Genau. Ja, also wie die das, aber da merkst du halt, und das ist genau der Punkt, das ist ja auch genau das, was Basti angesprochen hat, hier findet eine Wettbewerbsverzerrung statt, denn die Ablösesummen haben keinerlei konkrete Bindung an den eigenen... Ja, bist du's? Ja, nein, ja, ist doch aber so. Liebe Zuhörer, könnt ihr für nächste Woche eine kleine Fotomontage machen und das Gesicht von Marvin auf so ein Heribert-Foto? Oh ja. Wo ist der Hörli, wenn man da auch? Dafür reicht die Aussage noch nicht, glaube ich, weil das, was der Marvin gerade gesagt hat, ist tatsächlich so. Da braucht man auch kein Zementierer sein, sondern das ist einfach nervig. Das ist nervig für diesen Wettbewerb, dass unnötige Mannschaften, für die sich kein Schwanz interessiert, das immer wieder ausgleichen können, weil die viel Geld im Hintergrund haben. Ja, und das ist ein Wettbewerb, der ist ungesund einfach. Das frustriert einfach. Und das ist einfach nicht so, dass du sagst, okay, da ist eine Mannschaft, die sportlich viel, viel besser arbeitet als wir, die haben sich das dann dadurch verdient, weil die wie Gladbach vielleicht in die Champions League eingezogen sind und der Spieler will jetzt dahin. Das ist Sache, wo du sagst, okay, Mascarell geht nach Gladbach, wenn die Champions League spielen würden, dann und geht dahin. Dann würdest du sagen, okay. Würde auch keiner aber was macht, sagen. Genau, aber sagen, Wolfsburg scheißt die Spieler mit Geld zu, dass sie da hingehen und die wissen mit denen gar nichts anzufangen. Die holen sich dann hier mal die Davi, dann holen die sich hier mal Mali, weil auch der hat gut gespielt, den will ich haben. Dann holen die mal Mascarell, hat gut gespielt, den will ich haben. Dann haben die 40 Spieler da, wissen wahrscheinlich alle gar nicht, wie die heißen, trainieren und schauen dann, was weiter passiert und kriegen nichts auf die Kette. Das ist peinlich, was die da machen. Das ist echt peinlich. Das ist halt total, das ist wie ein 14-Jähriger, der sich zum zweiten Mal FIFA gekauft hat und bei Instagram die ganze Zeit rumpöbelt, warum er denn nicht den Lionel Messi bekommt, ja, wenn er irgendwie seine Karten tradet, aber trotzdem auf jeden Fall immer den Spieler haben will, der gerade 2 Tore geschossen hat. Und das ist halt einfach mega ärgerlich. So sieht's aus. Bei FIFA ist ein guter Vergleich oder Pro Evolution. Du zockst dir irgendwie eine geile MyClub-Mannschaft oder wie heißt es bei FIFA Ultimate Team hoch. Ja, genau. Ja, und dann kommt irgendein Affe, der hat wahrscheinlich 800 Euro für irgendwelche Coins ausgegeben. Genau. Und der hat dann ein besseres Team. Der kann wahrscheinlich gar nicht spielen, aber der gewinnt halt, weil er wirklich Messi und Ronaldo hat. Und dann ärgerst du dich auch, weil du denkst, was ist das? So ist es ja auch nicht gedacht. Und genau das Gleiche ist bei Wolfsburg. Diese Ausgaben, die tätigen, rechtfertigen sich nicht durch ihren sportlichen Erfolg oder durch ihr Umfeld oder durch was wir Zuschauer die in die Bundesliga bringen. Nein, das ist einfach nur ein Spielzeug von VW und das nervt immer mehr, weil das wirklich nicht so ist, dass du sagst, die Eintracht verliert den an eine Mannschaft, die sportlich einfach besser sind als wir, sondern nee, die krebsen unten rum, die können froh sein, wenn die in der Bundesliga bleiben oder nicht Relegation spielen zumindest, aber die können einfach hier zu uns gehen und können hier wildern und könnten sagen, ja, wir holen den, dann holen die den. Das ist trotzdem blöd.
also das regt mich auch weiterhin auch wenn es einen Bart hat, auch wenn man sagt, der schimpft immer auf Wolfsburg. Nee, ja, wenn, solange solche Sachen passieren, werde ich auch weiterhin schimpfen. Ansonsten. Ja, 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 du hast ja auch recht damit. Weil das auch der letzte Weg ist, ganz ehrlich, wenn wir darüber nicht mehr schimpfen würden, kannst du den ganzen Podcast hier nämlich eher einstampfen, weil dann sind wir mittlerweile so emotionslos abgestumpft, dass es ja auch keinen Sinn mehr macht. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir kämpfen ja aktuell dagegen, dass uns das irgendwann nicht mehr juckt. Und das ist nämlich der Punkt, das darf man nicht vergessen. Wir machen halt das Ding hier, weil wir irgendwie ein Gefühl dafür haben und weil wir immer noch eine Ambition mit unserem Verein haben, auch wenn wir dann dafür nichts machen können. Ja, auch, wir können das ja nur von außen bewerten, aber wir sind noch bei der Sache. Und wenn du aber irgendwann diesen Punkt erreichst, dass du sagst, ja, aber ist mir eigentlich mittlerweile scheißegal, dann ist die Sache, dann hat sich die Sache so weit rausgedreht, dass es keinen Sinn mehr macht. Was ist denn eigentlich mit dem Sebi Jung? Tja, der Junge hat jetzt letztens wieder mal Fußball gespielt. Der hat jetzt gerade, glaube ich, war es beim letzten Spiel, was er gemacht hat. Ja, er hat Fußball gespielt und er hat auch in der ersten Mannschaft der Wolfsburger gespielt und hat halt gerade mindestens ein Gegentor verschuldet. Also der nach langer Zeit. Und es ist halt einfach für ihn auch natürlich wieder ein Weg zurück. Das war jetzt nicht das Ingolstadt-Spiel, das haben die ja gewonnen, 3-0. Aber das Spiel zuvor gegen Schalke, da hat er über weite Strecken ganz, ganz gruselig ausgesehen. Ich meine, aber was willst du machen bei einem Spieler, der über einen gewissen Zeitraum auch gar nicht mehr Fuß gefasst hat und auch nur in der zweiten Mannschaft teilweise gespielt hat? Ich weiß nicht, ob er nochmal die Leistung irgendwie an den Tag legen kann. Hm. Wir werden sehen. Das ist doch einfach nur traurig. Natürlich ist es traurig, was weil kannst das du einfach gewesen wäre. Ja, kannst du auch so Vereinen wie Wolfsburg dann nach oben draufsetzen, dass du einfach Spieler verbrennst. Natürlich, und Hauptsache, und hauptsächlich Spieler verbrennen. Guck, überleg dir doch mal, Sebastian Jung, Anna, das kannst du sagen, wie du willst, das wär der bei uns geblieben, da wäre das zumindest ein Spieler gewesen, der über Jahre hinweg das Gesicht der Eintracht geprägt hätte und zumindest einen Status erreicht hätte wie Nikolov. Also jetzt mal vom Fan da sein, oder? Ja, aber das finde ich faszinierend, das ist auch ein Stoffel. Genauso wie Stendera. Ich habe Stendera irgendwann mal bei einer Stadtführung vom Eintrachtmuseum getroffen. So ein Stoffel. Unfassbar. Der kriegt kein Wort raus. Ne? Da stehen die Leute irgendwie reihenweise irgendwie an und versuchen irgendwie ein Gespräch mit ihm aufzubauen. Der bringt es nicht rüber. Also, aber naja. Also in Sachen Promofähigkeit und am Mikrofon müssen die ganzen Eintracht-Spieler noch besser werden. Eintracht Frankfurt, der stoffeligste Verein der Bundesliga. Ist es aber auch. Also ich meine, die Eintracht hat auch lauter, sag mir doch mal einen Spieler, wo du sagen würdest, ja gut, das ist total super, wenn ich den am Mikrofon sehe, das ist eigentlich doch maximal nur Radetzky, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, Radetzky ist da und wirklich Chipka der Einzige. Ist auch relativ locker, finde ich. Mhm. Geht noch, ja. Mhm. Ja. Aber da hört es dann auch schon ist auf. Schon wieder durch, ja. Ja, also, genau. Also ich meine, das ist schon ein merkwürdiger Verein und so. Ja, ist ja generell Bundesliga-Trend. Also ich meine, auch bei den, ganz ehrlich, was will ich mir denn so Fipsi Lahm mit seinen Tweets, die er immer vorbereitet? Was soll das denn schon wieder? Also da werde ich schon wieder aggressiv. Also die bekomme ich ja nur rein retweetet. Ich folge ihm ja nicht. Aus gutem Grund folge ich ihm nicht. Aber sie werden einem trotzdem ständig in die Timeline gespielt. Das ist doch fürchterlich. Natürlich, aber ist doch grausam. Wir wollen die Internationalisierung des Vereins vorantreiben. Ja, ist sehr schön. Hashtag. Ich weiß nicht, vielleicht ist das echt noch so ein Abraham, so ein ganz, ganz netter Typ, aber naja, wir müssen uns hier jetzt auch nicht, also die Eintracht ist halt auch irgendwo ein Stoffelverein, aber es waren sie über viele Jahre schon, die Integrationsfiguren sind halt jetzt, das ist halt noch eine andere Zeit einfach, das hast du ja beim BVB, ist jetzt auch nicht so, als hättest du da lauter Sympathikus da rumtanzen, ja, also ganz ehrlich. Also Großkreuz war schon... Ja. War schon Number One, ne? Ja. Typ. Basti, ist das jetzt eigentlich fix mit dem? Mit Darmstadt? Nach Darmstadt? Ja, Darmstadt ist fix, auf jeden Fall. Das ist fix. Ist so. Ach, ja, das ist so grüne Neune. Da haben sich ja zwei Kunden. Da gibt es auch gute Dönerläden. Basti, bist du noch da? Und Hotels. Ja, ich bin hier. Alles klar. Wunderbare Hotels gibt es da. Ich habe nur gedacht, vielleicht willst du was zu Großkreuz sagen. Nein, Spaß. Ich bin großer Fan. Ich hätte Großkreuz gerne auch bei der Eintracht gesehen. Ich weiß gar nicht. Ich finde, bei Großkreuz wird immer so getan, als hätte der schon 7 Leute umgebracht und 80 Mal betrunken im Training auf dem Platz gekotzt. Also es wird immer so getan. Bei letzterem würde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, aber bei dem
Ihm wird immer so getan, als wenn der froh sein müsste, dass er überhaupt noch Fußball spielen darf und die Gesellschaft ihn akzeptiert, als wäre der irgendwie, keine Ahnung, als hätte der echt Leute verprügelt. Also meine Güte, der wurde das war andersrum. Das war, ja, eben. Also ja. Ich glaube schon, dass er dass er gute Spirit in die Mannschaft bringen kann, dass er ein einigermaßen solider Kicker ist, der immer 100% gibt, dass er seine Limitierungen hat im Spielerischen, das weiß man schon, aber ja gut, aber das macht er halt zum Teil dann einfach auch durch diesen Einsatz und durch die Einstellung mal wieder weg. Darmstadt damit einen guten Griff getan hat. Also Darmstadt hat mit Sicherheit schon abgefucktere Spieler wieder hochgekriegt. Naja, er passt halt vom Charakter her, also von der Art und Weise, wie er sich halt auf den Platz reinhängt, passt er halt schon zu dem System, was man jetzt nicht in dieser Saison, sondern in der Saison davor durchaus von Darmstadt ja auch gesehen hat. Ja, also von daher ist das, glaube ich, schon eine ganz sinnige Kombination, hat halt bei den anderen nicht gepasst. Ich glaube, der Hund möchte, dass wir das Thema Großkreuz beiseite legen. Kommen wir doch mal zu dem, endlich mal gemeldet hat, genau zum richtigen Zeitpunkt. Kommen wir doch mal zu dem Thema Dauerkartenpreise, Herr Marvin. Ja, Dauerkartenpreise ist halt ist natürlich ein Wunderpunkt für viele Leute. Jetzt mehr oder weniger rausgekommen, dass die Eintracht darüber nachdenkt, sondern es de facto auch umsetzen will, also so roundabout 10% eigentlich draufzuschlagen. Das heißt dann also jetzt Kategorie 3, die jetzt aktuell, ja was weiß ich, 420 oder 430 kostet, musste dann erstmal 477 latzen, jetzt nur mal als Beispiel. Also die Eintracht schlägt ordentlich Geld drauf und dann muss man ja sich schon die Frage gefallen lassen, ja, warum eigentlich? Ja, also, was sehen wir denn jetzt Besseres, außer dass wir mal froh sein können, kein Herzschlagfinale vielleicht zu erleben? Also da ist natürlich eine Frage, die sich, die Eintracht hat ja eigentlich ganz akzeptabel Eintrittspreise, aber die Begründung würde mich schon interessieren, muss ich sagen. Da ist aber nicht wirklich irgendwie viel jetzt nach außen getreten, oder? Ich habe heute erst rausgekommen, glaube ich. Also ich glaube, die Fragen werden auch gestellt werden, aber vielleicht werden sie antworten, ja, damit wir genau das tun können, was ihr die ganze Zeit gefordert habt, im nächsten Winter dann auf der Position zugreifen, auf der es hakt. Also keine Ahnung, die Eintracht probiert mit Sicherheit, also die Eintracht hat ja immer wieder betont, dass sie an allen Ecken und Enden noch nach Potenzialen sucht, um Geld zu generieren. Ich stelle mir das bei der Eintracht tatsächlich schwierig vor, weil du halt auch gewisse Grenzen hast, weil du eine sehr hohe Stadionmiete hast, weil du noch alte Vermarkterverträge hast, die glaube ich bis 2020 sogar noch laufen, die zu Zeiten abgeschlossen wurden, wo es uns nicht so gut ging, wo dann die Gegenseite das natürlich ausnutzen konnte. Das sind alles Sachen, die Eintracht so ein bisschen unten halten auch, was das Finanzielle betrifft, und da wird es halt über solche Dinge gemacht. Ich habe jetzt gehört, die Dauerkarte Stehplatz kostet 180. Das 180, ja. Genau, ja, das ist auch die, die größte Erhöhung mit 13, nee, stimmt nicht, bei den Ermäßigten sind es fast 15 und beziehungsweise 20% für Mitglieder. Das ist schon happig. Das ist happig und das ist so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen vergessen, dass die Fans, die trotzdem diejenigen sind, die dann halt sich auch so ein dreckiges Spiel gegen Ingolstadt geben, was andere, die Einzelkarten sich kaufen, nicht machen. Also ich glaube aber, das ist auch eher das Problem, dass wenn du unten die Karten, da ist auch, glaube ich, so die Preiselastizität bei den Leuten viel höher, da gehen wirklich Leute, die es kaum leisten können, ne, okay, genau. Oder generell sonst abspecken müssen, ob du nun 430 oder 470 Euro bezahlst, ist, glaube ich, dem, der da sitzt, das ist dem eher in Anführungszeichen egal, als der unten ist und jetzt 100 Euro und dann, also ich glaube, es sind ja im Moment 140 Euro und dann 180 Euro bezahlen soll. 160. Das ist schon 160, dann also, denke ich, da ist schon ein bisschen ein Problem für die Gruppe. Da willst du vielleicht auch wieder ein bisschen ausmisten, weil denen oben ist es, glaube ich, eher egal. Wenn du 430 oder 470 Euro, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das passt auch nicht zu den Aussagen, die Hellmann im Zuge dieser angeblichen Erweiterung auf 19.000 Stehplätze gemacht hat, wo er gesagt hat, wir dürfen die jungen Leute nicht verlieren. Und müssen die dementsprechend bezahlbare Plätze und so weiter. Das passt ja überhaupt gar nicht dazu, gerade die Plätze am meisten erhöht. Also finde ich auch. Genau der Punkt. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel und die Eintracht muss aufpassen, dass sie das Rad nicht zu weit dreht. Weil genau da, das ist für mich die schwierigste Spirale, dass du genau das von den
Preisen so weit anhebst, dass irgendwann Leute sagen, wo ist denn der Gegenwert? Denn natürlich ist es relativ günstig, bei der Eintracht ins Stadion zu gehen, aber es ist trotzdem auch so, du siehst kaum wirklich attraktive Spiele und du wirst immer vor neue Hürden gestellt. Das fängt an mit der Kontrolle, das fängt an mit Dingen, die nicht so optimal sind, wie sie sein könnten. Also wenn wir mal ganz... Bierpreise auch. Mit Bierpreisen, mit widerlichem Bier, was schüttelig zum Kotzen schmeckt. Aramessen-Kram oder alles. Also mit einer Wurst, die kannst du, die wird kein Hund freiwillig essen. Ist wirklich frech, ja. Ja, also das sind wirklich viele Dinge dabei, die dir als Fan eigentlich, die du tolerierst, die du hinnimmst, aber nicht wirklich gut findest. Da könntest du theoretisch auch drüber sprechen, dass die S-Bahn immer die S-Bahn-Anbindung zwar da ist, aber trotzdem zum Kotzen ist, weil du immer das Gefühl hast, dass du zu wenig S-Bahn-Waggons hast und so kaum weiter. Kaum Sonderzüge und so. Ja, kaum Sonderzüge, dann auch eine immer große Kontrolle, dann hast du immer gefühlt 3000 Polizisten, die dich aufs Genaueste betrachten und so weiter und so fort. Also da steht dem steht ja immer noch zwar ein Gegenwert, also ein Wert gegenüber, aber der ist momentan nicht so hoch, weil du das auf dem Platz ja nicht so siehst. Also du kannst ja nicht sagen, jetzt gehe ich ins Stadion und sehe hier wunderbaren Fußball. Manchmal unterscheidet sich dieser Grottenkick halt nicht von irgendwelchen Drittliga-Scheißdrecksvereinen so. Also das ist halt ein bisschen ein Problem. Und die Eintracht hat halt zum Glück diese enge Fanbindung und es gibt so viele Fans, aber du musst denen auch, darfst du nicht zu viel zumuten. Du musst eher sehen, dass du smarter bist und nicht auf dem letzten Drücker dir wieder anlachst, sondern dass du vielleicht mal ein halbes Jahr früher drüber nachdenkst. So ist es. Und das ist genau das. Die Eintracht darf diese Fanbindung, die hat auch, ich habe manchmal das Gefühl, die nehmen das gerne auf, weil das auch so ein ganz krasses Fund ist, mit dem die wuchern können. Aber die nehmen das irgendwann als selbstverständlich. Und ich sehe das nicht so. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren, in denen die Eintracht sich so ein bisschen zum trotteligen Verein entwickelt hat, dass viele sagen, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe keinen Bock mehr drauf, Emotionen zu investieren, wenn ich weiß, auch wenn es gut läuft, dass sie es eh wieder versauen. Dieses Gefühl haben wir alle in uns drin. Dieses, du nimmst die Eintracht ist ja auch, als wenn man das jetzt als, ja, wenn man die Eintracht jetzt als seinen Freund oder seinen Partner sehen würde, ist es ja trotzdem einer, der dir schon tausendmal Scheiße erzählt hat und dem du auch nicht sofort glaubst. Das ist derjenige, wenn der dir zum 100. Mal sagt, er geht freitags weg und kommt nach Hause und trinkt nicht und kommt dann wieder besoffen nach Hause. Und du denkst, ja, okay, wenn du mir das jetzt nächste Woche wieder versprichst, dann glaube ich es dir halt nicht mehr und stell mich schon darauf ein, dass du erst samstags morgens nach Hause kommst. Das ist ja aber trotzdem so ein, trotzdem begegnest du denen ja nicht auf Augenhöhe, sondern du denkst, ach, die Eintracht geht mir auf den Sack. Die geht mir so auf den Sack. Und das dürfen die nicht übertreiben, weil in vielen Sachen läuft es immer noch nicht. Also die Eintracht geht mit den Fans echt so um, als wenn man froh sein müsste, dass die Eintracht sich bei einem mal meldet, wenn man zum Beispiel eine Auswärtskarte bestellt. Du kriegst eine Absage, kriegst du 2,5 Wochen, nachdem du gehört hast, dass die anderen schon ihre Karten geschickt bekommen haben. Und wenn du dich drauf, du kannst dich auf nichts verlassen. Was ist, wenn ich jetzt höre, andere kriegen ihre Karten? Ich habe noch keine Absage gekriegt. Dann soll ich 2,5 Wochen warten, bis es dann zu spät ist oder was? Dann gehe ich ja davon aus, okay, wenn ich nicht genau weiß, ob ich eine kriege, kaufe ich mir dann irgendwo welche und am Ende, wenn es dann doch klappt, stehe ich mit 8 Karten dort. Ja. Das ist alles nicht so, wo das ist nicht sehr fanfreundlich einfach. Hm. Das ist tatsächlich so. Was das Catering betrifft, das ist genau das Gleiche. Und die müssen aufpassen. Die Eintracht darf sich nicht so verhalten wie einer dieser Vereine, wie, keine Ahnung, wie wieder Wolfsburg oder Leipzig, die nicht darauf angewiesen sind, dass da Zuschauer hinkommen oder Hoffenheim. Die brauchen das nicht. Die brauchen keine Zuschauer, die brauchen keine TV-Zuschauer, die brauchen nicht so viel im Stadion, brauchen die auch nicht. Und die können machen, was sie wollen, weil die eh genug Geld haben. Aber die Eintracht definiert sich eigentlich in den letzten Jahren nur über ihre Fans. Weil was hat denn die Eintracht? Die Eintracht hat keine interessanten Spieler. Die Eintracht ist jetzt, hat keine Spielweise, die irgendwie unique ist in Deutschland, wo Leute sagen, ach guck mal hier, das ist Eintracht-Style. So wie Freiburg das vielleicht hat. Die Eintracht hat keine Jugendarbeit wie Freiburg, so diesen unique selling point. Die Eintracht hat gar nichts. Die Eintracht hat nur die Stadt und die Fans und das war's. So. Und dann müssen die auch ein bisschen besser aufpassen, finde ich, weil der Frankfurter an sich ist trotzdem kein, will es jetzt auch nicht zu beleidigend sagen, aber das ist trotzdem kein Ruhrpott-Trottel, der egal was passiert ins Stadion geht, sondern der sagt auch, weißt du was, kannst du mal am Arsch lecken. Kein Ruhrpott-Trottel. Das ist für meine Verhältnisse, das ist auch keine Beleidigung. Nee, das ist eine sehr realistische Darstellung. Ja. Nein, aber ich wollte nur sagen, dass das Publikum bei der Eintracht ist zwar leidenschaftlich, kann aber auch eins sein, was schnell beleidigt ist und sagt, wisst ihr was, lass uns mal dick in Ruhe. Du musst da abholen.
abholen. Du musst die Fans einfach abholen. Und du, ganz ehrlich, so ein Leak, wie auch immer das jetzt zustande gekommen ist, das ist auch schon wieder der falsche Weg. Du musst das öffentlich kommunizieren. Du musst hier sagen, Leute, wir erhöhen die Preise, weil wir an allen Stellschrauben drehen wollen, um in der nächsten Saison den nächsten Schritt zu gehen. Genau. Theoretisch. Dann kann die es dran messen lassen. Genau. Aber gleichzeitig wollen wir euch nicht verlieren. Deswegen, wir haben das jetzt erhöht. Das wird jetzt die letzte Erhöhung in der nächsten Zeit einfach sein. Wir müssen einfach probieren. Und wenn du das verkaufst, dann ist das schon der nächste Weg. Aber das Problem ist halt, ja, jetzt ist das irgendwie rausgekommen und man ärgert sich und man fragt sich, wie das eigentlich so sein kann. Das ist halt schon der falsche Punkt. Und da hört es schon halt auf. Und da ist schon die Eintracht wieder ein bisschen zu blöd gewesen dafür. Ne? Also man merkt, es wird an gewissen Stellen besser, aber halt nicht überall. Und solche Dinge musst du einfach besser verkaufen. Ob das dann wirklich so ist oder so, wir stehen ja wieder auf dem anderen Blatt. Aber du musst wirklich versuchen, an allen Stellschrauben auch so gut wie möglich die Sache zu präsentieren. Naja. Auf jeden Fall. Gut. Wir sind alle fertig. Ja, noch nicht ganz. Wir haben noch unsere zwei Lieblingskategorien. Wir fangen an wie jedes Mal, oder wir hören auf wie jedes Mal mit dem Dummschwitzer der Woche. Da hatten wir in der letzten Woche den Herrn Hellmann geparkt für seine wunderbare Aussage, dass wir uns nach allen Richtungen orientieren. Ja, also wenn wir den noch nicht nominiert haben, würde ich ihn jetzt ganz gerne nominieren. Ja, wir haben ja letzte Woche gesagt, von wegen gegen Didi Matuschitz macht es keinen Sinn, da jetzt jemanden daneben zu stellen, weil da kann keiner gewinnen. Deswegen haben wir ihn für diese Woche geparkt. Ja, also ich würde ihn jetzt auch sofort eine Aussage draufgelegt mit den. Im Nachhinein wird die Aussage von wegen, wir müssen auch die sozial schwacheren und die jüngeren Fans ins Stadion bekommen, passt nicht ganz zu dieser Preiserhöhung. Also können wir ihn dafür auch doppelt nominieren, finde ich. Mhm. Richtung schauen und natürlich Jugend und Preiserhöhung. Jawohl. Haben wir denn sonst noch wen? Anna, hast du vielleicht irgendwas? Da mir ja der Sendungsplan nicht vorher zugeschickt wurde. Nee, okay, so ad hoc okay. Fällt mir tatsächlich niemand ein. Okay, okay. Dennis, hast du noch jemanden? Nein, tut mir leid. Ich weiß jetzt auch keinen. Tja, dann. Dummschwätzer. Eigentlich gibt es doch relativ viele Dummschwätzer. Eigentlich würde ich ganz gern eine Institution nominieren, wenn ich ehrlich bin. Und zwar würde ich ganz gern, ich würde ganz gern Sky nominieren. Ja, das geht immer. Ja, aufgrund der aktuellen Verpflichtungen, dass Sky es jetzt auch geschafft hatte, Jörg Dahlmann zu verpflichten, der mit Domschwätzeritis eigentlich gesegnet wurde, ja, muss ich sagen, dass Sky anscheinend immer weiter seine Fans, seine Kunden für dumm verkaufen will und ich denke, das rechtfertigt eine Nominierung allein da. Das passt, ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein Thema für einen Sonderpodcast. Ich würde gerne wirklich mal, ich würde gerne auch Leute auffordern zu recherchieren, weil Sky ist ja trotzdem jetzt, die sind ja trotzdem professionell aufgestellt. Das heißt, ja, die machen das nicht, weil einer da hier mit dem Bier auf der Couch sitzt und sagt, oh, der Dahlmann, das ist ein spannender Typ, den rufe ich jetzt an, sondern die müssen ja, scheinbar haben die ja irgendwann in den letzten Monaten, Jahren eine Marktforschung gemacht oder viele Studien, die denen gesagt haben, okay, ihr müsst mehr auf diesen dümmlichen Mainstream aufspringen, dann könnt ihr vielleicht mehrere Zuschauer kriegen. Ihr müsst euch in Richtung RTL bewegen oder Richtung ProSieben und müsst Frank Buschmann, Xavier Naidoo und diese ganzen Leute. Ist ja die Matze Knob, diese ganze Programmoffensive von denen, die zieht jetzt darauf ab. Verblödungsoffensive. Verblödung, ja. Aber das scheint ja so zu sein, dass da irgendwelche Entscheider sitzen, die sagen, ja, das. Der Markt fordert uns, der fordert das. Und diese Studien würde ich gerne sehen. Und die würden mich wahrscheinlich sehr, sehr erschrecken. Weil ich dann denken würde, oje, oje, oje. Wir sehen das hier in den letzten Jahren bei gewissen Wahlen, wo wir uns wundern. Und denken, ach du liebe Zeit, die dümmlichen Leute sind ja doch mehr, als ich befürchtet hatte. Und das zeigt sich hier in anderer Form auch. Weil es muss ja scheinbar wirklich eine Nachfrage nach sowas geben. Und das schockiert mich tatsächlich, wenn es um Sport geht. Weil Sport trotzdem eigentlich was ist, wo ich immer gedacht habe, das ist ein Special Interest, wo du sagst, da müssen auch Fachmänner sein und nicht irgendwelche, die auch auf der Kirmes irgendwelche Hau den Lukas-Stände moderieren könnten. Also, aber es passt doch wieder so ein bisschen zu dem, was du oder was wir alle ja gesagt haben, dass man versucht, irgendwie so ein massenkompatibles Produkt irgendwie zu schaffen, wo irgendwie jeder, egal wann er da einschaltet, irgendwie rein kann. Und da kannst du halt eben mit jemandem, der wirklich einfach auch
eben diese Special Interest, taktische Analysen und so weiter, da kommen die nicht mit? Ja, also ist aber merkwürdig, denn auf der einen Seite hast du doch die Leute wie den Herr Feuerherd, der mal in der Halbzeitpause was gesagt hat, auch zu Schiedsrichtern. Also du versuchst doch, also oder auch Escher, war Tobias Escher nicht auch schon mal da oder hat schon mal was gesagt? Also ich meine, es ist doch so, dass du auf der einen Seite schon probierst, die intellektuelle Komponente des Fußballs näher an dich heranzuziehen, aber gleichzeitig ist es auf der Gegenseite so, dass du es mit absolutem Proletentum wieder kaputt machst, mit Dahlmann, auch Buschmann, ja meine Leute, was ist denn los mit euch? Ich meine, ich will jetzt gar nicht mit dem normalen Programm anfangen von Selvin I Do. Also ich brauche mir jetzt hier kein Aluhut aufsetzen, ja. Aber ganz ehrlich, was soll das denn mit Dahlmann? Aber ich sag dir mal eins, das hängt wahrscheinlich viel mit Dingen zusammen, die wir hier in der Öffentlichkeit einfach nicht irgendwie erfahren. Ich gehe fest davon aus, dass ich im Sommer einige Leute, von denen wir sagen, meine Güte, der ist mehrsprachig, der kann eigentlich was von Sky verabschieden. Da gibt es bestimmt auch interne Querelen. Ich glaube, das läuft nicht so geräuschlos ab, dass Leute wie Dahlmann verpflichtet werden und im Gleichzug bestimmt einige weggehen. Anders kann ich es mir nicht erklären, aber ich würde fest davon ausgehen, dass es nicht zum Qualitätsgewinn beiträgt, denn wenn du dir anguckst, es gibt Konkurrenzprodukte, auch wenn sie aktuell auf dem Niveau nicht mithalten können, allein weil sie keine Rechte haben. Aber wenn ich mir anschaue, dass zum Beispiel ein Escher regelmäßig bei Rocket Beans sitzt, ja, und du hast ja viele andere Leute, die Qualitäten haben. Keine Ahnung, wenn ich mir angucke, was der Max einfach alles machen. Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn der Max, ja, natürlich, aber es ist doch so, wenn Max mit seinem Rasenfunk hat ein Qualitätsprodukt geschaffen, was den Fußballsport, wie er auf Sky präsentiert, ja, da nichts nachsteht, will ich sagen, aber eigentlich darüber steht. Und so ist es ja bei einigen Leuten. Du hast hier wesentliches Qualitätsmaterial. Du musst nur der Richtige sein, der es zur richtigen Zeit anwendet. Und Sky macht das für mein Dafürhalten nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, wir leben hier in unserer Filterblase. Der Bass ja durchaus recht, wenn er sagt, es gibt die Leute, die diesen Proletariatenmarkt, das ist jetzt der falsche Ausdruck. Ich glaube, das ist totaler Bullshit. Aber einfach weil das wäre ja ein Schimpfwort, aber einfach, es gibt einfach die Leute, die einfach mittags ihren Scheiß einschalten, ja, Scripted Reality, und die wollen halt auch immer einen Dahlmann hören. Also ich glaube schon, dass das extrem schwer ist, da ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil auf der einen Seite hast du halt eben den das war so trocken, Marvin, das war super. Den Timo, begeisterten Fußballfan, für den du irgendwie einen Tobi Escher oder einen Alex Feuerherd in der Pause bringen musst. Ja, es muss ja nicht der Tobi Escher sein. Du musst diese Mischung hinkriegen, eben, weil du eben nicht wie ein Max, der sagt von wegen, wenn er x-tausend Abrufe hat, damit zufrieden ist, sondern wenn du siehst, was für Kohle da bei Sky hin und her geschoben wird, brauchst du halt einfach die breitere Masse. Sein, klar. So, du musst irgendwie ein Produkt kreieren. Aber du kannst es doch smart machen. Du musst doch nicht auf den alten Scheiß rumtrampeln. Du kannst innovativ sein. Du hast als Sky hast du genügend Geld mit innovativen Mitteln einigermaßen ein innovatives Produkt zu machen. Denn wenn du lang genug darüber nachdenkst, brauchst du Leute wie Knupp einfach nicht. Matze Knupp wird dir objektiv nicht gut tun. Dir wird auch objektiv jemand wie, was weiß ich, wie heißt dieser Kerl, der mal mit dieser einen Moderator zusammen war. Meine Güte. Ach, der Oliver Lothar Pocher. Matteo? Auch ein Oliver Pocher. Ich wollte gerade Kevin Trapp sagen. Ja, und das sind alles Leute, die haben ein Fußballrandwissen, was die aber de facto nicht gut tut. Und wenn du wirklich sagst, ich will ein Produkt machen, was ich über Jahre hinweg an meine Zuschauer verkaufen kann, dann muss ich auf neue Konzepte setzen, auf neue Leute und nicht auf das, was irgendwo schon 3000 Mal durchgenudelt wird. Ja, Marvin, da gebe ich dir recht, aber wenn du weißt, wie so ein Großkonzern tickt, dann wird das da nicht dazu kommen. Stimmt, du arbeitest ja bei der Telekom. Das hat damit nichts zu tun. Selbst so ein großer Konzern wie die Telekom kriegt es ja hin, zum Beispiel wenigstens geile Werbung zu machen. Ja, aber auch bei anderen Konzernen, wenn du versuchst irgendwie, du hast zwei Produkte und du willst Produkt B pushen, was machst du? Du fängst nicht an, dir irgendwas Kreatives auszudenken, sondern du nimmst Produkt A vom Markt.
Nichts anderes macht Sky auch. Ja, aber das, ja gut, aber das können die ja nicht machen. Weil ja, die Sache ist die, was der Marvin angesprochen hat. Das ist meine Hoffnung ist eigentlich, dass so Player wie Amazon, Google, Facebook und DAZN und diese ganzen die Rechte Bande, bekommen. Dass die ein bisschen mehr Druck machen. Weil dann kannst du nicht, Sky ruht sich, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Natürlich. Weil als Sky diese Offensive damals gestartet hat, muss man sagen, da wurden die qualitativ schon besser. Da ja. haben die schon, das ist ja alles top produziert, da gibt es ja nichts. Ja, das ist ja Ding. Handwerklich ist das ja echt super alles. Und auch von der Verfügbarkeit und wie alles Mögliche. Naja, also Verfügbarkeit und Sky Go würde ich jetzt auch nicht in einen Satz packen, aber. Ja, aber ich finde schon, dass Sky eigentlich jetzt in Bezug auf von der Premiere Anfangszeit, das hat sich schon alles weiterentwickelt. Das ist schon so. Ja, das ist du musst dir mal überlegen, es ist. Ja, aber es gab Zeiten, da gab es hier Arena. Da musstest du dir noch eine Unity Media Card holen, wo dann irgendwie so ein Klatschpublikum da in der Runde saß und dann gab es Champions League teilweise auf TM3. Man darf jetzt ja alles nicht vergessen. Das hat sich ja schon ein bisschen verbessert. Ja, das ist richtig. Nur habe ich das Gefühl, dass die irgendwo stehen geblieben sind. Das war gut. Das war wunderbar. Die sind irgendwo stehen geblieben. Und wollten dann noch mehr Abos verkaufen, haben gemerkt, ja gut, wenn wir es nur über Sport jetzt hier probieren, dann funktioniert es nicht, jetzt müssen wir mal gucken, was läuft denn. Dann haben die wahrscheinlich echt einfach nur geguckt, was gucken die Leute denn sonst so für Serie? Ah, guck mal hier, das mit dem Xavier Naidoo und der Sarah Connor hier, das singen die so schön hier, das ist doch super, das machen wir auch. Dann gucken die, was gucken die, ach hier, da, guck mal hier, Schlag des Star hier, Schlag des Star mit Stefan hier, sonst irgendwas. Koche, da kaufen wir was ein. Dann gucken die, was gucken die Leute noch, hier, Schlag den Raben, haben sie früher geguckt, dann machen wir was Ähnliches, ein bisschen wie mit da, nehmen wir hier. Hier die freche Schnauze, der Frank Buschmann hier, das ist ein spannender Typ, bla bla. Und dann stehst du da und dann, was der Marvin sagt, ganz kurze Frage. Es sitzt kein Mensch sitzt irgendwo und denkt, oh, ist geil, ich weiß ja nicht genau. Mal gucken, ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Bundesliga wäre ja schon geil. Kommt dann irgendwo hin und sieht, ach du liebe Zeit, die habe den Matze Knopf verpflichtet. Jetzt renne ich in den Laden und zahle 60 Euro im Monat den Matze Knopf. Das war jetzt hier noch der letzte Kicker, der dafür gesorgt hat, dass ich mir Sky hole. Und das kann es ja nicht sein. Ich befürchte aber, es wird genau diese Sorte von Menschen geben. Nein. Derjenige, der so dumm ist, um das zu machen, der hat keine 60 Euro. Wo sollen die denn erwirtschaftet haben? Ich will auch euren Musikgeschmack hier nicht kaputt machen. Ja, es kann jeder hören, was er will. Alles voll cool. Aber selbst ein Save and I Do wird nicht großartig effizient dafür gesorgt haben, dass sich mehr Leute Sky gekauft haben. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wirklich nicht, weil für die Sendung, also ich meine, die hast du auch bei Vox schon gesehen, das ist ja nicht so, als wäre das jetzt ein total innovatives Produkt, du hast das ja nur noch weiter gedreht und wahrscheinlich nicht besser. Also das ist alles, das Problem ist ja, dass... Für das, Buschis Sechserkette auch nicht. Und das ist doch das Ding. Also das da sitzt ist, doch keiner daheim und sagt, so, vorher wollte ich es nicht haben, jetzt schon. Ja. Also... Fürchterlich. Ja, also, da verstehe ich auch nicht, warum Sky für sowas so Geld ausgibt. Denn natürlich, das handwerkliche Fußballprodukt mit den 1000 Kameras, was natürlich nicht nur der Verdienst ist von Sky, weil ist ja auch wieder anderes Gewurschtel und so weiter und so fort. Genau, und das alles hin und her. Und dann stehen die Leute da und stellen Fragen und so. Das ist ja natürlich ein Gesamtprodukt, aber das ist schon relativ professionell, das muss man natürlich sagen. Oder auch die Einblendungen, die dann von Sky gemacht sind. Alles in Ordnung. Aber das Problem ist, wenn du so professionell auf dem Niveau bist und dann gleichzeitig so viele Dummbaseln hast, die irgendwie eine Scheiße erzählen und dann das 10. Interview mit dem Hansel und dann wird wieder hier Berthold rausgekarrt und dann gibt es wieder andere dummen Dösel, die du fragst. Ja, es ist immer wieder der gleiche Scheiß. Ja. Und das ist das Problem, dass die Bundesliga, wie bei den Trainern übrigens auch, hast du es einmal als Trainer irgendwo in der Bundesliga geschafft, mal ein halbes Jahr einigermaßen unfallfrei irgendwie Leute zu coachen, dann wirst du immer wieder durchgerührt, dass Leute wie Oral immer noch in diesem Bundesliga-Geschäft waren über lange Zeit, dass andere Vollpfosten immer noch nicht komplett draußen sind. Ja, das ist halt einfach so, aber nicht, weil es mit Qualität zusammenhängt, sondern irgendwann mitgehangen, mitgefangen und irgendwann wirst du immer durchgekarrt. Mhm. Das ist dummerweise gleichzeitig auch bei Moderatoren anscheinend auch so, denn anders kann ich mir nicht erklären. Ganz ehrlich, ich fand Jörg Dahlmann schon 1995 total beschissen und das ist schon eine Weile her. Ja, also das ist aber auch, das ist echt noch die, das ist die Sahne auf der Torte bei diesen ganzen Verpflichtungen. Das ist ein bisschen untergegangen, aber das, wenn das in die Richtung gehen soll, dass nächstes Jahr tatsächlich Buschmann und Dahlmann mit in der Verlosung sind, wenn irgendwelche Spiele kommentiert werden, dann hat Sky wirklich den falschen Weg eingeschlagen. Es tut mir leid.
Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Das ist ja die andere Sache. Ich kann ja irgendwie mich informieren wollen, ob es Marktforschung gab, ob die irgendwas rausgefunden haben. Ich stelle trotzdem die These auf, das wird nicht funktionieren. Nee, aber viel schlechter und emotionsloser als heute teilweise geht's ja kaum. Also muss man wirklich sagen, klar, ihr habt recht, vom Background und vom Intellektuellen ist natürlich da ein bisschen problematisch mit den genannten Leuten. Ich muss aber sagen, teilweise war es jetzt auch schon die letzten zwei Saisons, dass du gesagt hast, meine Güte, so emotionslos muss man kein Spiel kommentieren. Warum hat man da, dann hättest du wirklich mal innovativ neue Gesichter holen müssen, weil du gesehen hast, dass alte nicht greifen und alte nicht ziehen. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe da schon jetzt seit Monaten oder auch seit Jahren oftmals das Problem, da gucke ich dann und da denke ich echt irgendwann, komm, scheiß drauf, ich mache jetzt mal den Kommentator aus, weil es mir so auf den Sack geht. Da brauche ich auch gar keinen. Das ist dann wirklich überhaupt kein Mehrwert mehr. Nö, ist es auch nicht. Also in vielen Fällen, wenn ich nicht gerade Spiele von der Eintracht gucke, dann läuft das im Hintergrund quasi ohne Ton oder halt nur mit Stadionton, was halt quasi dann auch nur so ein bisschen Hintergrund ist. Und bin wahrscheinlich für Sky der ideale Kunde, weil ich zahle eben auch meine 60 Tacken im Monat und das Einzige, was ich gucke, ist am Wochenende Bundesliga. Ja, ich habe Sky tatsächlich mal für Marktforschung angerufen. Das war ein... Das machen die nie wieder, oder? Das war ein sehr unschönes und langes Gespräch, weil ich tatsächlich zu jedem einzelnen Moderator, Kommentator beantworten musste, wie ich die finde. Auf einer Skala von bis. Und okay. Ich habe gedacht, na gut, mach's jetzt mal mit, ne? Dann habe ich das halt beantwortet und zum Schluss hat der Typ mich gefragt, und wie oft nutzen Sie so das Internet? Ich habe gedacht, ich muss weinen zusammenbrechen, weil Sie wissen doch, wie alt ich bin. Und da habe ich wirklich gedacht, die wohnen noch unter einem Stein. Also, weil dann haben die diese komische Sendung, dieses, wie heißt es, 0800, du bist drauf. Boah, das ist auch eine Sendung. Das ist ein Homeshopping-Kanal, da laufen so viele Bänder da durch, die wird ganz schwindlig. War das nicht dieses Ding, wo der Max letztens irgendwie zu Gast war? Ich habe es 5 Minuten ausgehalten, danach musste ich wegschalten, das war ja verstallisch. Ja, das ist aber auch die einzige Sendung. Das ist aber auch so eine Erscheinung. Also. Ja. Ich weiß nicht, wo der her genau ist. Also bei dem ist nicht vergessen, also wo sie den angekarrt haben, ohne Mist. Den haben sie direkt aus gemacht, der Fußballklapse, haben sie den dahingesetzt, so mach das mal. Ja? Also der sieht ganz aus wie der beste Kumpel vom Jens aus Mallorca. So, also, weiß auch nicht. Naja, gut. Du weißt, wer Jens aus Mallorca ist, aber beschwerst dich über die Leute, die Xavier Naidoo gucken. Also Mallorca, ja. Jens kennt man doch. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, gibt es schon Unterschied. Ja. Gibt's wahrscheinlich auch bald auf Sky. Ist jetzt gesangsmäßig auch kein großer Niveauunterschied mehr drin, aber nun gut. Gibt es bestimmt auch bald auf Sky. Gesangsmäßig sowas, ja. Ist ja das Einzige. Also ich meine, naja gut, aber jetzt führt jetzt zu weit, wo wir jetzt keine musikalische Diskussion haben, denn naja, egal. Problem ist, Sky ist so, ich hatte die Kündigung eigentlich schon geschrieben. Ich kündige auch sowieso jetzt. Das Problem ist nur, was macht Sky natürlich jetzt? Die zeigen jetzt wieder Raw und SmackDown live. Ja, stimmt. Das ist echt ein Problem. Das ist echt ein Problem. So. Die zeigen was? Ja, wir kommen dem Ende nahe, wir driften jetzt in die Wrestling-Thematik ab. Bevor wir das wollte ich eigentlich damit einleiten. Genau, nein, bevor wir dazu kommen, wir haben noch Empfehlungen, meine Damen und meine Herren. Ja, haben wir die. Ja, haben wir. Also ich habe eine Empfehlung. Auf jeden Fall kündigen und die Rückholangebote abwarten. Auf Sky. Ja, genau. Aber nicht die ersten. Also bis zum letzten Tag. Ja, funktioniert aber auch nicht. Ein Kumpel von mir hat letztens Sky gekündigt. Und dann war auf einmal Fußball weg. Und dann hat er da angerufen und hat gesagt, von wegen, ja, was ist denn da? Und, ja, sie haben gekündigt. Wenn er Sky ja, gekündigt hat. Genau. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber sie haben mich nicht angerufen. Müssen wir ja auch nicht. Geil. Ja, das ist halt, geil. Also, wenn sie es dann halt auch durchziehen, stehst du dann halt auch blöd da. Ja, gut, dann abonnierst halt neu. Da kriege ich immer noch was Besseres. Also wir empfehlen Sky kündigen. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Anna, du hast es noch, ne? Du hast auch noch Sky. Ja. Aber ich kündige immer vorsorglich. Also ja, ich bin da so ein Safe Player. Auch demnächst. Ja. Ja. Next Level. Macht ja nichts falsch. Okay. Ich habe in der Tat 3 Empfehlungen und 2-mal Podcast, 1-mal Spiel. 2 Podcasts, die sich ein bisschen mit dieser Dortmund-Thematik rund um diesen Busanschlag beschäftigen. Einmal eher so von der spielerischen Seite, das ist in der aktuellen Ausgabe vom Zeitlupenwissen. Und dann so ein bisschen von der politischen Seite die aktuelle Ausgabe von Lage der Nation.
sollte man beide sich so oder so regelmäßig anhören, aber jetzt eben bezogen auf das Thema fand ich da die beiden letzten Ausgaben sehr hörenswert. Also wer sich damit nochmal ein bisschen beschäftigen möchte, dem seien die beiden Podcasts mit deren letzten Ausgaben wärmstens empfohlen. Und seit heute online ein remastertes Adventure aus den 90ern, Full Throttle, was so ein bisschen ja, Biker-mäßig gewesen ist. Eins von diesen Ron Gilbert Adventures seit heute in einer remasterten Version für PlayStation und einige anderen Plattformen online. Und ich musste da natürlich gleich Geld einwerfen. Also wer solche Spiele gemocht hat, der kann da vielleicht nochmal drauf gucken. Gab es das, glaube ich, auch mit so Einführungsangeboten. Also von daher, die 20%, die ihr bei der Dauerkarte draufschlagt, könnt ihr da oder mehr zahlen müsst, könnt ihr da quasi wieder einsparen. Gut, ja, gut. Haben wir noch was. Ich habe auch noch eine Empfehlung. Yes. Das kann man, glaube ich, in der Mediathek nachhören vom Deutschlandfunk Sport war es, glaube ich. Da gibt es irgendwie eine 45-minütige Sondersendung zum Thema, ob der Fußball auf eine Blase zusteuert. Da gibt es einige interessante Ansätze zum alles, was wir auch schon so hier so ein bisschen angerissen haben. Ob der Fußball nicht vielleicht doch uninteressanter wird und die ganzen Gelder, die dort fließen, nicht vielleicht doch zu hoch sind und der Fußball so ein bisschen, ja, so ein bisschen an seine Grenzen gerade gerät. Es gab ja immer wieder Diskussionen auch über Bierhoff und dass ausgerechnet er dann die Kommerzialisierung im Fußball ein bisschen kritisiert hat. Diese ganzen Entwicklungen, die sich bei mir gefühlt auch so ein bisschen breit machen. Ich habe das Gefühl, dass der Fußball, und die geben es vielleicht noch nicht zu, aber ich glaube, dass die Bundesliga tatsächlich vom Produkt her schlechter geworden ist. Durch die ganzen Mannschaften, die sich da reingeholt haben, durch die Verwässerung der 50-plus-1-Regel auch. Und ich glaube, dass das nicht ewig so dehnbar ist, weil du aber kurz oder lang, glaube ich, nicht mit Ingolstadt gegen Wolfsburg tatsächlich großartige Milliardenverträge abschließen kannst. Und da wird so ein bisschen drüber diskutiert, auch wie die Amateure vergessen werden, wie die Regionalliga, wie schwer das überhaupt ist, eine Regionalliga überhaupt zu überleben. Hm. Und das waren auf jeden Fall, als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, sehr, sehr kurzweilige 45 Minuten. Also von daher kann ich das jedem empfehlen, der auch 45 Minuten mit der Straßenbahn fahren muss. Und das ist in der Mediathek, sagst du? Ich schicke dir jetzt gleich den Link. Genau, dann packe ich das in unsere Shownotes mit rein. Dann kann man da draufklicken und kommt dann direkt dahin. Klasse. Hervorragend. Tja. Ja, ich hatte überlegt, ob ich den Rasenfunk noch empfehle, aber nachdem der mich vorhin in dem Facebook-Chat so blöd gedisst hat, dann empfehle ich ihn jetzt nicht. Hört was Anständiges. So. Ja. Gut, ja. Dann kommen wir auf die Zielgerade und wir möchten nochmal Danke sagen für alle, die uns auch in der vergangenen Woche mit Feedback oder anderen Möglichkeiten unterstützt haben. Wenn auch ihr da draußen wissen wollt, wie ihr das tun könnt, dann findet ihr alle Informationen unter eintracht-podcast.de/support, da auch in der aktuellen Sendung die Links zu alledem, was wir heute besprochen haben und auch einen Link auf Annas Twitter-Profil, wo ihr dann anklopfen könnt. Vielen Dank, Anna, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und die technischen Probleme vom Anfang haben wir dann auch irgendwie, glaube ich, ganz gut noch gelöst bekommen. Ja, sehr gerne. Mir ist zwar ein bisschen schwindelig. Mir ist ein bisschen schwindelig von dem ganzen, oh mein Gott, es ist alles so schlimm und hey, wir gewinnen 3-0. Aber es ist alles gut. So geht es uns fast täglich, ja. Ja. Nein, genau. Aber auch sorry, dass Story of my life. Ja, genau. Sorry, genau, dass wir nicht ganz oft, nicht ganz oft haben reden lassen, aber es ist halt immer so, wenn so viele durcheinander reden. Ne? Nee, alles gut, alles wunderbar. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gut. Dann machen wir den Sack zu allen denen, die am Wochenende im Stadion sind, beziehungsweise nächste Woche gemeinsam mit Basti und Marvin im Pokal nach Gladbach fahren. Viel Spaß, viel Erfolg. Wir senden erst wieder nach dem Pokalspiel, weil es vorher eben nicht geht. Aber also nach dem Einzug ins Finale. Genau, nach dem Einzug ins Finale so sieht's und aus. Dem vorprogrammierten Finalsieg. Aber nur, wenn wir da wieder nüchtern sind. Also nicht. Ja, vielleicht auch voll. Keine Ahnung, ich muss ja die Ausgabe da nicht schneiden. Also insofern müssen wir mal schauen. Ne? Alles klar. Also wir lallen in der nächsten Woche nach dem Pokalspiel wieder gemeinsam. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und macht's gut. Tschö. Tschüss. Tschö. Tschüss.